Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von den Sicherheitsphilosophen. Raphael ist auch mit dabei. Hallo Raphael. Guten Tag. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir einen großartigen, wunderbaren Gast hier haben. Der erste Gast überhaupt in unserer Sendung. Und ich bin tatsächlich ein wenig aufgeregt, weil wir so ein paar Neuerungen heute hier zusammenkommen. Wir haben ihn dazu geschaltet, telefonisch. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, wo ich auch selber sage, so tief stecke ich da noch nicht drin. Aber das ist ja mal das Schöne an Gästen. Wir sprechen heute über betriebliches Gesundheitsmanagement. Raphael, hattest du schon Schnittpunkte damit? Ich war mir gerade, die Pause entstand jetzt dadurch, weil ich mir nicht sicher war, ob du auf einen Beitrag von irgendwem gewartet hast oder weitermachen wolltest. So richtig würde ich jetzt behaupten, nein. Ich finde BGM ist auch immer so, also Abkürzung BGM, ist auch immer so ein Thema. Das ist ähnlich wie wenn ich jemanden kennenlerne und er fragt, was machst denn du beruflich? Ich sage, ich bin Sicherheitsmanager. Ah ja. Dann stehst du meist da und überlegst dir, ja, als wenn der jetzt weiß, was ein Sicherheitsmanager ist. Und ich finde, bei BGM hat man meistens so, hat es einen ähnlichen Touch, wenn man sagt, ja, wir haben betriebliches Gesundheitsmanagement. Ah ja. Dann hast du so 3 Sekunden peinliches Schweigen, in der keiner was sagt und dann denken sich alle, gut, der weiß ja, was dann betriebliches Gesundheitsmanagement ist. Aber ich glaube, man kennt den Begriff, aber was jetzt alles genau dahinter steckt, ich glaube, das weiß nicht jeder. Und daher ist es vielleicht ganz gut, dass wir heute mal drüber reden. Richtig. Und dann holen wir ihn doch hinzu. Hier ist Hannes Schöder von Outness. Hallo Hannes. Einen wunderschönen guten Abend oder je nachdem, wann die Zuschauer einschalten, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ihr habt das schon ziemlich gut erörtert, würde ich sagen. Mir ging es viele Jahre genauso, dass viele Unternehmen, mit denen ich mich unterhalten habe, gesagt haben, ja, ein betriebliches Gesundheitsmanagement haben wir auch. Unsere Mitarbeiter haben einen Obstkorb, wo sie sich bedienen können. Dass das aber eben auch nicht alles ist, das ist so mein Auftrag, meine Mission und Vision, dass ich eben die Gesundheit der Mitarbeiter in vielen verschiedenen Unternehmen nach vorne bringen möchte, fördern möchte. Und ich freue mich auch ganz, ganz besonders auf das Interview mit euch, weil, um ehrlich zu sein, was die Sicherheitsbranche angeht, da habe ich bisher auch wenig bis keine Erfahrung, weil so aus meinem Gefühl heraus, sich auch da viele Unternehmen schwer tun, was die Gesundheit der Mitarbeiter angeht oder vielleicht auch denken, dass das gar nicht so notwendig und nützlich ist. Und vielleicht können wir da ja auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, um da so ein bisschen die Gedankengänge ins Positive zu verändern. Das hoffen wir doch auch. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Hast du das gelernt? Musstest du das studieren? Wie bist du überhaupt in diesen Bereich reingekommen? Also ich habe vor knapp 10 Jahren in der Fitnessbranche angefangen. Ganz klassisch in einem Fitnessstudio habe ich ein duales Studium im Bereich Fitnessökonomie absolviert. Man startet da wirklich so am Dresen als Eiweißshaker und staatlich geprüfter Kappendurchzieher, um die Leute ein- und auszuchecken. Also praktisch, ich war auch schon fast Sicherheitskraft, könnte man sagen. Und da habe ich eben das duale Studium absolviert, wo dann berufsbegleitend Themen wie Trainingslehre, medizinische Grundlagen, Gruppentraining, aber eben auch Vertrieb, Service, Verkauf, alles mit vermittelt wird. Und das war mir dann aber irgendwann nicht mehr genug. Und ich wollte ein kleines bisschen mehr. Und da habe ich eben auch in diesem dualen System ein Studium zum Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement und Stressmanagement rangehangen, was ich auch in einem dualen System absolviert habe. Bin dann von der Trainingsfläche in eine Wohnungsgesellschaft in den Personalbereich hineingerutscht und war da eben auch 2 Jahre lang in der Personalabteilung für den Bereich betriebliche Gesundheitsförderung zuständig und man kann viele Sachen planen als Gesundheitsmanager. Schwierig wird es, wenn es keine Dienstleister gibt, die die geplanten Maßnahmen dann auch nach eigenen Vorstellungen umsetzen. Und das war so dann der Ansatzpunkt, wo wir im Jahr 2016 gestartet sind mit der Firma Outness. Also bin ich dann von der Personalabteilung in die Selbstständigkeit gewechselt, habe mich damals mit meinem besten Freund und heutigen Geschäftspartner zusammengeschlossen und wir haben eben mobile Gesundheitsdienstleistungen angeboten oder bieten es immer noch an,
in Unternehmen zur passenden Zeit am gewünschten Ort. Und das ging eben los mit ganz klassischen Trainingseinheiten, Rückentraining, Entspannungstraining, Ganzkörpertraining, Outdoor-Fitness. Und Stück für Stück wandelte sich das Ganze eben auch immer mehr wirklich von der betrieblichen Gesundheitsförderung, was nur ein kleiner Baustein des Gesundheitsmanagements ist, hin zu einem ganzen Managementansatz. Und heute betreuen wir eben auch größere Unternehmen, wo wir ganze Jahresplanung, Konzeption zum Gesundheitsmanagement eben auch gestalten und entwickeln. Und dahingehend soll eben auch die Reise noch viel, viel stärker werden, weil eben dieser Bereich noch sehr, stiefmütterlich behandelt wird, aber eben auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer größere Bedeutung gewinnt. Jetzt hast du meiner oder unserer ersten Frage quasi schon so ein bisschen vorgegriffen. Ich weiß nicht, ob Florian sich noch daran erinnert, bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber, bei dem wir uns damals kennengelernt haben, hatten wir auch eine Gesundheitsmanagerin. Tatsächlich habe ich persönlich von der nicht mehr so viel mitbekommen, weil es einfach daran lag, dass ich dann gegangen bin. Und Florian ist dann kurz nach mir gegangen, glaube ich. Deswegen weiß ich nicht, was er alles mitbekommen hat, aber du hast es jetzt gerade schon angeschnitten. Was sind denn so, wenn man von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement spricht, ich nenne es jetzt mal von dem klassischen BGM, was sind denn da so die Hauptbestandteile, die Hauptbausteine, Aspekte, die so ein BGM umfassen sollte, umfassen muss, umfassen kann, je nachdem, was da jetzt quasi Vorgabe ist? Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Art Haus. Du hast eben oben das Dach und das ist das betriebliche Gesundheitsmanagement, was insgesamt drei verschiedene Säulen miteinander verbindet. Das ist zum einen der Bereich, also die erste Säule ist Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, wo ihr natürlich auch eure Expertise sehr, sehr gut mit reinbringen könnt, wo es einfach darum geht, wie kann ich Unfälle vermeiden, wie kann ich die Arbeitsabläufe schützen und sichern, dass möglichst keine Verletzungen entstehen. Und das ist eben auch ein Bereich, der eigentlich ganz klar strukturiert und definiert ist, die sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer verpflichtend ist. Der Mitarbeiter wird entsprechend belehrt, was er zu tun und zu lassen hat und muss sich daran eben auch halten, weil es sonst eben gewisse Konsequenzen nach sich zieht. Und in diesem Bereich, was Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit angeht, da sind die meisten Unternehmen einfach, weil es verpflichtend ist, sehr, sehr gut aufgestellt. Da gibt es dann eben auch so Bereiche wie psychische Gefährdungsbeurteilungen, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden müssen, wo eine Arbeitskraft für Arbeitssicherheit auch in den Betrieben meistens integriert ist oder extern dreht. Und dieser Bereich, das ist schon mal eine wichtige Säule. Die zweite wichtige Säule, die für den Arbeitgeber verpflichtend ist, aber eine freiwillige Leistung des Arbeitnehmers ist, ist das betriebliche Eingliederungsmanagement. Wer in eine Langzeiterkrankung kommt und meistens länger als 6 Wochen erkrankt ist oder 42 Tage geteilt krank ist im Jahr, der wird zu einem betrieblichen Eingliederungsmanagementsgespräch eingeladen, meistens von der Personalabteilung im Beisein des Personalrats oder des Betriebsrates. Teilweise sind auch Gewerkschaften mit an Bord oder eben auch beteiligte Akteure, wo in einem gemeinsamen Gespräch erörtert wird, was der Grund der Erkrankung sein könnte. Wenn es eben aus betrieblicher Sicht auch ein Grund ist, dann sollten da eben auch Maßnahmen abgeleitet werden, um eben den Mitarbeiter wieder zu reintegrieren in die Arbeit, um eine erneute Erkrankung auch zu vermeiden und so eben auch langfristig wieder in die Beschäftigung zu bringen und in der Beschäftigung auch zu halten. Das ist ein Bereich, da sind viele Unternehmen schon ganz gut aufgestellt, aber gerade was die Kommunikation angeht mit den Mitarbeitern, ist es teilweise noch gruselig, aber viele Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, wer jetzt eine klassische Krebserkrankung hat, die jetzt nicht unbedingt betrieblich begründet ist, die lehnen dann solche Gespräche pauschal ab und das ist auch deren gutes Recht. Und ich sage mal, das wird so betrieben, das wird so angenommen und hingenommen, weil es auch gesetzlich vorgegeben ist und dann wird so ein bisschen auch als notwendiges Übel betrachtet bei vielen Unternehmen, aber es wird zumindest gemacht. Und dann ist so der dritte Bereich und das ist die betriebliche Gesundheitsförderung und das ist eben so ganz, ganz wichtig, dass man so von zwei verschiedenen Sachen spricht. Es gibt Gesundheitsmanagement und die Gesundheitsförderung, was eben zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, weil die betriebliche Gesundheitsförderung lediglich ein Baustein des Gesundheitsmanagements ist. Und bei der Gesundheitsförderung geht es darum,
möglichst präventiv Maßnahmen im Unternehmen zu implementieren und integrieren, um den Mitarbeiter gesund, vital, produktiv, teambildend zu halten. Und das ist ein Bereich, das ist sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber mehr oder weniger freiwillig. Das heißt im Gesetzestext, man sollte sowas machen, aber was jetzt genau, da gibt es keine Definition und da reicht eben das, die Gesundheitsförderung vom Obstteller über schönste Begründung war auch, meine Mitarbeiter dürfen kostenfrei das Wasser aus der Leitung trinken. Also das sehen manche Unternehmen schon als betriebliche Gesundheitsförderung. Dass es das allerdings nicht unbedingt ist oder beziehungsweise, dass solche Maßnahmen nicht unbedingt dazu führen, wirklich auch Krankenstände zu reduzieren oder sich als attraktiver Arbeitgeber nach außen zu positionieren, dass da haben viele Unternehmen auch noch wirklich Entwicklungspotenzial. Und das sind so die Hauptpunkte, wo wirklich auch noch viel Spielraum und Entwicklungspotenzial ist. Und wenn ich diese drei Säulen, den Arbeitsschutz mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement und der Gesundheitsförderung kombiniere, dann handelt es sich um ein ganzheitliches und vor allem auch erfolgreiches Gesundheitsmanagement, wo ich eben auch alle Abläufe aufeinander abstimme. Als Beispiel, wenn eben ein Mitarbeiter sich aufgrund eines Unfalls verletzt, dann wird das im Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit aufgenommen. Es werden bereits Maßnahmen entwickelt, um Folgeunfälle zu vermeiden. Im Gespräch zu betrieblichen Eingliederungsmanagement werden dann Maßnahmen angeboten, um den Mitarbeiter wirklich auch fit und vital zu halten. Und die führt er dann eben im Rahmen der Gesundheitsförderung durch. Und wenn das so aufeinander abgestimmt ist und ein schöner fließender Prozess, wo einfach auch die Zahnräder ineinander greifen, dann redet man wirklich auch von einem richtigen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und das ist eben noch viel, viel mehr als der klassische Obstkorb. Okay, klassischen Obstkorb kenne ich. Wasser aus dem Wasserhahn trinken dürfen kenne ich auch. Jetzt einfach nur, um das so einordnen zu können, wo stehst du dann mit deiner Firma? Also ich hätte jetzt aus dem, was du gesagt hast, jetzt einfach mal angenommen oder vermutet, dass ihr quasi so die dritte Säule darstellt oder macht ihr quasi die anderen beiden Säulen mit als externer Dienstleister, sage ich jetzt mal. Wie du schon gesagt hast, Fachkraft für Arbeitssicherheit ist ja so eine typische Stelle oder so kenne ich das zumindest, so eine Stelle, die wird meistens extern vergeben, damit es am Ende irgendwie günstiger ist wahrscheinlich. Macht ihr dann quasi nur diese Gesundheitsförderung oder macht ihr quasi alle drei Säulen, sodass ihr das BGM für ein komplettes Unternehmen abbilden könntet? Stand jetzt ist unser Schwerpunkt tatsächlich die betriebliche Gesundheitsförderung mit eben auch Schnittstellen zu den anderen Bereichen. Aber der Schwerpunkt ist schon die betriebliche Gesundheitsförderung. Unser Ziel ist aber, sich langfristig eben in dieses Gesundheitsmanagement zu entwickeln. Das Problem, was wir zu Beginn unserer Gründung hatten, war, dass wir Gesundheitsmanagement anbieten wollten, alles aus einer Hand, aber die Unternehmen noch gar nicht so weit waren, weil sie eigentlich schon mit Arbeitsschutz und Eingliederungsmanagement so beschäftigt waren, dass sie noch gar nicht an abgestimmte Maßnahmen denken konnten und denken wollten und wir einfach, ich sag mal, das angeboten haben, was erstmal im Markt nachgefragt wurde, mit dem Ziel, uns selbst als auch die Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln. So ist es beispielsweise so, dass wir auch schon viel in den Kommunikationsbereich, beispielsweise im betrieblichen Eingliederungsmanagement mit eingreifen. Da habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass ein Unternehmen eine sehr, sehr schlechte Quote hatte für die BEM-Gespräche, dass sie immer wieder zwar Einladungen telefonisch rausgegeben haben, aber keiner das machen wollte. Und dann haben wir uns mal diesen Prozess einfach mal darstellen lassen. Und es war dann tatsächlich so, dass dann eben mehr oder weniger die Azubine aus der Personalabteilung die Langzeiterkrankten angerufen hat mit den Worten, bitte kommen Sie ins Büro, Sie waren lange krank, wir müssen mit Ihnen ein Personalgespräch führen. Und Sie können oder wollen Sie das nicht machen oder wollen Sie das machen? Und dass da natürlich ein Mitarbeiter sagt, oh Gott, ich war lange krank und jetzt will die Personalabteilung mit mir sprechen, oh Gott, dass da natürlich eine hohe oder eine sehr geringe Teilnehmerquote nur nach sich zieht, das ist natürlich selbsterklärend. Und da konnten wir eben unterstützen, einfach bei der Erstellung von Infomaterialien, dass das Ganze auch irgendwo standardisiert stattfindet, dass eben zum einen erklärt wird, was ist Sinn und Zweck des BEM-Gespräches, dass auch dem Mitarbeiter im Rahmen eines Anschreibens verdeutlicht wird, dass es einfach zum Wohle des Arbeitnehmers als auch Arbeitgebers ist, um eben auch künftige Erkrankungen von anderen Mitarbeitern zu unterbinden. Solche Sachen machen wir zum Teil auch, aber das Kerngeschäft ist aktuell definitiv noch die betriebliche Gesundheitsförderung.
Jetzt hast du das so wirklich gut dargestellt. Ich muss ehrlich sagen, ich lerne hier auch gerade eine ganze Menge, weil die Themen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, ich glaube, die kennt jeder, die kennt auch jeder von unseren Zuhörern. Aber du hast gerade in der Einleitung so in dem Nebensatz gesagt, dass es eben auch für die anderen Säulen gesetzliche Vorschriften und Vorgaben für Unternehmer gibt. Könntest du dazu vielleicht nochmal kurz so ein bisschen ausholen, wo bewegen wir uns da, in welchem rechtlichen Rahmen? Was den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit angeht? Ja, das ist ja, glaube ich, relativ klar, aber auch dieses Thema Wiedereingliederungsgespräche, Prävention, Vorbeuge, oder ist das alles praktisch ein Thema des Arbeitsschutzes? Naja, wie gesagt, also die drei Säulen muss man schon untergliedern, und da ist eben der große Vorteil beim Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, dass da schon sehr, sehr viele Richtlinien bestehen. Da gibt die Berufsgenossenschaft und eben die Arbeitssicherheitskräfte, die haben einfach ihre Spielregeln, so möchte ich es einfach mal nennen, dass sie genau wissen, so sollte ich optimalerweise einen Büroarbeitsplatz einrichten, damit der Bildschirm nicht blendet, der Tisch sollte entsprechend hoch sein und so weiter und so fort. Da gibt es einfach schon, ich sag mal, genügend Regelwerke und vor allem auch Checklisten, um zu sagen, habe ich und hier ist noch ein Punkt, da muss ich in Zukunft das Ganze optimieren. Und dadurch, dass dann eben auch dieser Bereich schon seit vielen, vielen Jahren betrieben wird und nachhaltig betrieben wird, ist das schon ziemlich gut aufgestellt, und es ist eben auch für den Arbeitnehmer verpflichtend, dass er sich an diese Regeln hält. Also wenn er eben eine Arbeitsschutzbelehrung hat, dass er auf der Baustelle seinen Helm und seine Handschuhe anzuziehen hat, dann muss er das machen, und wenn er es nicht macht und es gibt eine Überprüfung von der BG, dann gibt es halt einen auf den Deckel. Und diese Bestrafung führt eben dazu, dass der Arbeitsschutz sehr, sehr gut im Vergleich zu den beiden anderen Säulen aufgestellt ist. Und wie gesagt, das betriebliche Eingliederungsmanagement, grundsätzlich ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet. Ja, jeder Unternehmer und Arbeitgeber muss seinen Mitarbeitern zumindest die Möglichkeit zu einem betrieblichen Eingliederungsgespräch geben, sofern dieser in die Langzeiterkrankung fällt. Und für den Mitarbeiter ist es eben eine freiwillige Sache. Er kann sagen, möchte ich, damit ich dem Unternehmen und mir selber was Gutes tue, oder möchte ich nicht, weil es ist vielleicht eine Gesundheitsproblematik, die nur mich persönlich betrifft. Und da sind die Spielregeln auch eigentlich komplett klar, und da ist es eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Ich sag mal, die kleineren Unternehmen oder so Einzelunternehmen mit wenig Angestellten, denen fehlt vielleicht manchmal das Know-how zu sehen, okay, ich habe jetzt hier einen langzeiterkrankten Mitarbeiter, da müssen teilweise mal vielleicht auch Steuerberater oder eben andere Schnittstellen, Lohnbüro oder sowas mal mit eingreifen und sagen, hallo, der Mitarbeiter ist in die Langzeiterkrankung gefallen, da müsstest du mal ein Gespräch führen. Und dann ist halt die betriebliche Gesundheitsförderung. Da gibt es ein paar Paragraphen, vor allem der Paragraph 20 des 5. Sozialgesetzbuches, also SGB 5, ist zumindest dahingehend aufgestellt, dass vom Gesetzgeber her schon Regelungen rausgegeben wurden, was auch steuerlicher Natur zu beachten ist und was die Krankenkassen zu tun haben sollten. Aber es gibt noch nicht so eine richtige Verpflichtung, dass die Unternehmen, in welchen Rahmen die einfach das auch betreiben sollen. Sondern das heißt eben, naja, der Mitarbeiter oder das Unternehmen hat sich um die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern. Ja, aber das, was das genau betrifft, ist halt sehr schwammig oder gar nicht definiert, und dadurch ist vor allem in dieser Bereich noch ganz klar mit deutlichem Entwicklungspotenzial nach oben. Gibt es eigentlich eine Größe oder eine Kennzahl an Mitarbeitern, ab der ich sage, jetzt brauche ich das? Also klar, Arbeitsschutz ist grundsätzlich ein Thema, aber auch die anderen Aspekte. Oder ist das eigentlich ab dem ersten Angestellten ein Thema, wo ich einsteigen muss als Unternehmer? Ich finde sogar schon noch vor dem ersten Mitarbeiter, weil selbst auch viele Solo-Selbstständige sollten sich um Themen wie Stressbewältigung, Bewegung, Ausgleichsschaffung, definitiv um die eigene betriebliche Gesundheitsförderung, weil wenn ich die einzige Person und der einzige Angestellte bin, dann steigt oder fällt das Unternehmen ja mit meiner Arbeitsleistung, und je fitter, vitaler und stressresistenter ich bin, umso produktiver kann ich natürlich auch sein. Und von daher, aus meiner Sicht, gibt es da keine Größe. Es ist auch ganz unterschiedlich. Man kann nicht sagen, kleine Unternehmen sind einfacher oder große Unternehmen sind einfacher. Es ist halt ganz einfach anders. Und wir beispielsweise haben als Zweimannbetrieb angefangen,
mein Co-Founder und ich. Und wir haben von Anfang an zum Beispiel uns klare Regeln gesetzt. Freitags, nachmittags wird die Woche immer mit einem gemeinsamen Krafttraining beendet. Und das ist zum Beispiel eine Maßnahme, das haben wir zu zweit angefangen. Das kann ich auch alleine für mich machen. Und genauso kann ich das dann auch machen mit 3, 4, 5 Mitarbeitern, als auch mit 300 Mitarbeitern, dass ich eben zum Beispiel gucke, welche Bewegungsangebote schaffe ich für mich und meine Mitarbeiter, um regelmäßig vor allem auch die gesundheitlichen Problematiken, wer eben im Büro tätig ist, sollte eben eher dann den Ausgleich und die Kräftigung der Rückenmuskulatur beanspruchen oder wenn er hohe Stressbelastung hat, dass er eben doch da in die Entspannungstechniken reingeht. Da können wir ja näher auch noch ein paar mögliche Maßnahmen für eure Zielgruppen näher definieren. Also da kann man eigentlich von vornherein anfangen. Das BAM-Gespräch, gut, das brauche ich vielleicht als Solo-Selbstständiger nicht, weil wenn ich dann länger als 42 Tage krank bin, dann weiß ich auch meistens warum und weshalb. Aber die BAM-Gespräche, sofern ich den ersten Angestellten habe, ist das natürlich auch schon von Relevanz, wenn dieser Mitarbeiter dann entsprechend in eine Langzeiterkrankung fallen sollte. Ich glaube, das sollte ich auch nochmal für mich berücksichtigen oder beziehungsweise überdenken, weil ich glaube, man ist da relativ schnell dabei zu sagen, ja, ich gucke mal, ich habe diesen betrieblichen Aspekt im Kopf, aber letztendlich, ja, so wie du es sagst, wenn du alleine unterwegs bist und da, glaube ich, ist auch vieles einfach auch aus Eigeninteresse eines Arbeitnehmers, nicht nur als Angestellter oder nicht nur als Selbstständiger, sondern auch als Angestellter, dass letztendlich meine eigene Arbeitskraft auch das ist, was am Monatsende das Geld nach Hause bringt. Und wenn das ausfällt, beziehungsweise wenn ich, und so habe ich das jetzt verstanden, zumindest in vielen Bereichen, einfach auch nicht wertschätze, dann habe ich irgendwann womöglich auch ein Problem. Definitiv. Sprich du erst aus, ich wollte dich nicht unterbrechen. Definitiv, das Problem ist meistens bei einem selbst und gerade wenn man startet, erstmal will man natürlich schaffen und machen und vernachlässigt so ein bisschen seine eigenen Bedürfnisse und meistens, wenn es dann zu spät ist, ne, wenn der Bandscheibenvorfall da ist oder wenn ich im Burnout gelandet bin, dann ist das Kind halt schon irgendwie in den Brunnen gefallen, dann bin ich eigentlich schon auf der Ebene des betrieblichen Eingliederungsmanagements und mein Ziel ist eigentlich, die Unternehmen vor allem in diesem BGF-Sektor so stark zu machen, dass es vielleicht gar nicht erst zum betrieblichen Eingliederungsmanagement kommen muss. Und genauso auch Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, dass man die Arbeitsprozesse so gestaltet, dass es gar nicht erst zu Unfällen und Ausfällen kommt. Das ist halt das ganz Wichtige. Und da sollte man einfach von vornherein auch als Solo-Selbstständiger an sich und seine Gesundheit denken. Und genauso eben auch, ich sag mal, Trainings- oder Entspannungseinheiten genauso in den Kalender eintragen, wie auch alle anderen Termine entsprechend notiert sind. Ich finde das tatsächlich schon ziemlich stark, was du sagst, dass ihr das bei euch. Jetzt kann man darüber diskutieren, okay, ihr seid ein Zwei-Mann-Betrieb, da ist es alles einfacher. Das wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle in der Diskussion kommen. Aber ich finde es schon echt bemerkenswert, dass ihr von vornherein sagt, gut, wir mögen zwar vielleicht nur ein Zwei-Mann-Betrieb sein oder, weiß ich nicht, 5-Mann, 6-Mann, 8-Mann, 10-Mann, aber für uns ist klar, Freitagnachmittags wird Sport gemacht, ne, so als quasi Aufgabe, weil... Also ich weiß, bei dem einen Unternehmen, wo ich und Florian gearbeitet haben, da hat keiner drauf geschielt, wenn du quasi nicht 8 Stunden an deinem PC gesessen hast, sondern da stand auch unten im Hof sogar, stand ein Basketballkorb zur Verfügung. Du hattest in einer Etage hattest du auch eine Billardplatte, die doch ganz gut genutzt wurde. Da hat's nicht so sehr gestört, wenn du mal eine Runde Tischtennis gespielt hast, was ja, wenn ich das jetzt so richtig assoziiere, quasi Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement geht. Man sollte das natürlich nicht übertreiben, keine Frage. Aber sonst kenne ich tatsächlich oder fällt mir jetzt so per se kein Unternehmen ein, das sagt, okay Leute, eure Arbeitskraft ist wichtig, ist auch wichtig, dass ihr arbeitet, aber nehmt euch doch einfach mal, weiß ich nicht, in der Woche eine Stunde oder zwei, je nachdem, und macht da mal ein bisschen Sport auf Arbeitszeit. Ich glaube, da ist Deutschland noch relativ konservativ eingestellt. Aber vielleicht kannst du deswegen noch mal ein bisschen deutlicher aufzeigen, was für einen Mehrwert ich habe, wenn ich das jetzt bei mir einführen würde. Also es gibt da verschiedene Aspekte natürlich und wie du sagst, ne, 1-2 Stunden Sport. Es gibt ja auch genügend
ja, Institutionen wie beispielsweise eine Bundeswehr oder eine Polizei, die ja dazu sogar verpflichtet sind. Ja, und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ob ihr die Polizei als unproduktiv einstuft. Das ist wahrscheinlich eine andere Diskussionsebene, die wir da jetzt betreten würden. Von daher, erfahrungsgemäß ist es so, unser Gehirn ist ja maximal zu einer Leistungsfähigkeit oder Konzentrationsfähigkeit von 45 bis maximal 90 Minuten. Und danach sollte ich definitiv eine Pause machen des intensiven Arbeitens. Und das muss ja nicht lange sein, ne? Selbst wenn ich für mich als Unternehmen sage oder als Einzelunternehmer, ich mache ein paar Kniebeuge immer nach 90 Minuten und stelle mir da einen Timer. Und wenn ich damit meine Mitarbeiter anstecke, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich hier im Büro da sitze und dann irgendwann aufstehe, ein paar Liegestütze mache oder ein paar Kniebeuge mache, da guckt mich keiner im Unternehmen komisch an. Das würde aber bei einem Finanzamt ganz anders aussehen. Und das ist ja schon alleine Kultur. Das ist so ein bisschen der vierte Baustein des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die drei Bausteine, die ich genannt habe, sind so die Basis. Und richtig rund wird es, wenn ich das auch in ein Leitbild integriere, wenn ich das auch selber vorlebe und auch die Mitarbeiter dahingehend anstecke. Bei uns in der Firma, ob da einer Liegestütz oder Kniebeuge macht, guckt keiner komisch, weil wir das alles gewohnt sind. Bei einem Finanzamt ist das aber schwierig und selbst solche Implementierungen, wo ich also problemlos Übungen machen kann, ohne dass mich jemand komisch anguckt, das ist schon auch ja ein Thema zur Kultur im Unternehmen, was halt auch ganz, ganz wichtig ist. Ne? Ich habe den Faden verloren. Was hattest du noch gefragt? Was man noch für Maßnahmen oder was hattest du? Nee, die Frage ging dahin, was so was für einen Mehrwert ich habe, wenn ich das implementiere. Der Mehrwert, stimmt. Die Vorteile. So, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, wenn ich jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber, relativ konservativer, größerer Konzern, wenn ich jetzt einfach, ich sag mal, mitten in der Arbeitszeit mich plötzlich hinstelle und Kniebeugen mache oder weiß ich nicht, ich kenne es noch unter dem Begriff Russenhocker, also hier quasi mich gegen die Wand lehne und im 90-Grad-Winkel die Beine habe oder anfange mit Liegestütz, ich glaube, da würden einige ziemlich doof gucken und fragen, ob bei mir alles in Ordnung ist. Und wir sehen es als Aufgabe, den Spieß rumzudrehen, dass die komisch angeguckt werden, die dann nicht mitmachen und eher die Firma anzustecken. Und das ist wirklich dann ein Prozess. Wir haben Unternehmen aus dem Bereich Telekommunikation, also ein Callcenter betreut, wo wir eben einen Gesundheitstag durchgeführt haben, wo wir sogenannte aktive Pausen mit den Mitarbeitern gemacht haben. Da haben wir in 10 Minuten, weil die Mitarbeiter haben immer 90 Minuten Bildschirmarbeit gehabt und dann hat sich der Bildschirm für 10 Minuten ausgeschaltet und wir hatten dann eine Bildschirmpause. Der Großteil der Mitarbeiter hat das dann effektiv genutzt, um rauchen zu gehen. Ich sag mal, das war zumindest das Gute noch, dass das in der vierten Etage war. Dann sind sie zumindest ein paar Treppen runtergegangen, ein paar Treppen hochgegangen und hatten ihre Bewegung, aber viele haben halt auch gar nichts gemacht. So, und wir haben eben im Rahmen des Gesundheitstages festgestellt, dass ganz, ganz viele sagen, Mensch, so eine bewegte Pause würde ich ja gerne regelmäßig machen, aber dann gucken mich ja die anderen Mitarbeiter komisch an. Und das war dann der Auftakt, dass wir uns mit der Geschäftsleitung zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir bilden all eure Teamleiter zu Multiplikatoren aus, haben die Mitarbeiter dahingehend geschult, dass sie, ich sag mal, ein Repertoire an verschiedenen Kräftigungs- und Entspannungsübungen im Stehen, im Sitzen, mit dem eigenen Körpergewicht oder unter Benutzung des Bürostuhls oder des Bürotisches, dass sie da so ein Repertoire an Übungen hatten. Und dann haben die von der Geschäftsleitung eben den Auftrag bekommen, 4 Wochen lang, dreimal die Woche, 15 Minuten mit all ihren Mitarbeitern in ihren Teams eine Bildschirmpause durchzuführen. Und nach den 4 Wochen brauchen die das nicht mehr machen. Aber sie haben es weitergemacht. Und das ist dann eben so ein Wandlungsprozess, wo wir dann eben wirklich von, ich mache einen Gesundheitstag und biete mal so eine aktive Pause an und danach wird es wieder vergessen, weil sich alle schämen, hinzu, ich implementiere das so sehr in meinem Unternehmen, dass es wirklich auch verankert wird. Das unterscheidet eben so ein bisschen dann das Gesundheitsmanagement hin zu eben der Gesundheitsförderung. Aber zu den eigentlichen Vorteilen, um die Frage nicht wieder zu umgehen, die Vorteile kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum einen sind die Vorteile natürlich aus Sicht der Arbeitnehmer, dass ich, wie du schon gesagt hast, zwischendurch mal einen Ausgleich schaffe. Ich brauche vielleicht meine Sporteinheiten nicht in meiner Freizeit machen, sondern kann eben beispielsweise auch während der Arbeitszeit so
solche Angebote nutzen, was dann natürlich zu einer viel, viel besseren sogenannten Work-Life-Balance führt. Wenn ich eben so ganz klassische, ja, ich sag jetzt mal ein Pflegeheim oder sowas nehme, wo vielleicht auch die Frauen, die da beschäftigt sind, alleinerziehend sind und es gar nicht schaffen würden in ihrer Freizeit, weil sie die Kinderbetreuung noch nebenbei erledigen müssen. Wenn die jetzt auf einmal Sportangebote in ihrer Arbeitszeit absolvieren können, dann steigt natürlich auch die Lebensqualität, die Freude. Man sieht eben auch, dass sie einen tollen Arbeitgeber hat. Man erzählt das in der Runde, wenn man dann mit den Mädels zusammensitzt und die Mädels sagen dann natürlich, Mensch, hast du einen tollen Arbeitgeber, wo man natürlich auch selber wieder auch soziale Anerkennung bekommt. Ich tue was für mich, für meine Gesundheit. Ich will ja nicht nur gesund bleiben für das Unternehmen, sondern in erster Linie will ich ja für mich gesund bleiben, damit ich irgendwann eben meinen Lebensabend auch wirklich ja entspannt genießen kann, vital bin, aktiv bin, dass ich vielleicht auch konditionell mit der Power und Ausdauer der Kinder durchhalten kann oder eben auch selber ja muskulär so imstande bin, dass mir die Arbeit auch viel, viel leichter von der Hand geht. Wenn ich gesund, vital, motiviert bin, dann führt das vielleicht auch zwangsläufig irgendwann mal dazu, dass der Chef das auch erkennt und das führt dann wieder dazu, dass ich eben auch karrieremäßig aufsteigen kann. Also da gibt es schon alleine aus Sicht des Arbeitnehmers eine ganze Menge an Vorteilen und deswegen kann ich es immer absolut nicht verstehen, wenn Unternehmen solche Sachen anbieten, es wird aber nicht genutzt. Jetzt aus Sicht des, ja, Fragen? Ja, ich wollte gleich mal einsteigen in diese Thematik. Jetzt hast du gesagt, Vorbildfunktion ist eine ganz wichtige Sache und auch die Thematik der Selbsterkenntnis, was mir das als Unternehmer auch für einen Mehrwert bringt. Aber was muss ich jetzt konkret tun, bevor wir mal gleich spezifisch vielleicht in Richtung Sicherheitsbranche gucken? Fängt das an, dass ich eine coole Idee haben muss und die einfach starte umzusetzen? Oder muss ich ein Handbuch schreiben? Muss ich jemanden einstellen? Reicht einmal im Jahr ein Team-Event? Wo fange ich jetzt an, wenn ich jetzt sage, ich will da jetzt hinkommen? Das muss man natürlich so ein bisschen differenzieren, auch nach den vorliegenden Faktoren. Also ein großes Handbuch schreiben und eine riesige Analyse machen, wenn ich irgendwie ein Drei-Mann-Betrieb bin, das macht keinen Sinn. Ich beschreibe das immer gerne in so einer Art Sechs-Schritte-Plan und der lässt sich eigentlich zu, ich sag mal, 95% aller Unternehmen ummünzen, wenn man so ein bisschen diese sechs Schritte beachtet. Als allererstes ist erstmal eine gewisse Bedarfsermittlung. Ja, mir selber als Unternehmen muss erstmal auch klar sein, warum will ich das? Warum mache ich das? Na, und dann nützen natürlich auch verschiedene Faktoren, wenn ich eben merke, okay, ich habe einen erhöhten Krankenstand oder ich bekomme nicht mehr die Mitarbeiter, die ich gerne hätte, ich habe vielleicht einen Fachkräftemangel, dann ist das schon mal ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, das ist der Grund, warum ich das mache. Ich erlebe es leider im Rahmen von Gesundheitstagen. Gesundheitstage sind halt immer sehr ja angesagt und modern aktuell. Und wenn uns ein Kunde anruft und fragt, ja, wir würden Sie gerne beauftragen für einen Gesundheitstag, dann ist unsere erste Gegenfrage, warum? Und wenn dann so eine Antwort kommt wie, naja, wir machen jedes Jahr einen Gesundheitstag und da wollen wir auch dieses Jahr einen machen, dann ist das kein gutes Warum, sondern das Warum sollte schon eher dahingehend begründet sein, dass man sagt, ich möchte als oberstes Ziel vielleicht den Krankenstand senken oder eben die Mitarbeiter binden und halten, dass ich die Fluktuation senke. Ich möchte vielleicht auch, weil das betriebliche Gesundheitsmanagement hat auch einen großen sogenannten Return on Invest, also alles, was ich hinein investiere, kommt mit einem ROI, also Return on Invest von 2,7 Euro zurück, einfach weil ich die Produktivität steigere, Fehlzeiten senke und. Also es können auch wirtschaftliche Gründe sein. Ne? Wenn ich wirklich merke, hohe Fehlzeiten, dann muss ich irgendwas dagegen tun, um diese Kosten irgendwo abzusenken. Und wenn das Warum geklärt ist, also der Bedarf geklärt ist, dann kann ich in eine Art Analysephase eingehen. Das ist also der zweite Schritt. Wenn ich jetzt ein Dreimannbetrieb bin, dann kann die Analysephase dahingehend aussehen, dass ich vielleicht mal eine halbe Stunde mich mit allen Mitarbeitern zusammensetze und sage, liebe Mitarbeiter, wir wollen was für unsere Gesundheit tun. Wo drückt es denn bei euch? Ne? Das kann schon eine Analyse sein. Bei größeren Unternehmen sollte man dann natürlich auch in die Kennzahlen reingehen, dass man guckt, vielleicht welche Abteilungen sind besonders exorbitant hoch mit den Fehlzeiten, in welchen Abteilungen klappt es vielleicht ganz gut. Dann kann man auch in Gespräche gehen mit eben externen Akteuren, wie eben BGM-Dienstleistern oder Krankenkassen. Ab einer gewissen Unternehmensgröße, so für gewöhnlich 50 Mitarbeiter, sind auch die Krankenkassen imstande, sogenannte Gesundheitsreports des eigenen Unternehmens darzustellen, dass also ganz klar aufgezeigt wird, in ihrer
in Ihrem Unternehmen sind so und so viel Prozent Muskel-Skelett-Erkrankungen, so und so viel Prozent sind psychischer Natur und wie ist das im Vergleich deutschlandweit und wie ist das im Vergleich zu Ihrer Branche? Das stellen zum Beispiel Krankenkassen dann eben auch ab einer gewissen Anzahl, um die Anonymität zu gewährleisten, auch zur Verfügung. Und daran kann ich mich natürlich langhangeln. Wenn ich sehe, okay, ich habe vor allem psychische Belastungen, dann gehe ich in eine Maßnahmenplanung. Und das wäre dann so der dritte Schritt, dass ich also anhand des Bedarfs und anhand der Analyseergebnisse eben anfange, Maßnahmen zu planen. Wenn eben die zwei Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, sich einen Rückenkurs wünschen, dann kann ich eben Angebote einholen von entsprechenden zertifizierten Trainern, die in diesem Bereich tätig sind. Ich kann dann in die Abstimmung gehen, wann das stattfinden soll, wo das stattfinden soll. Idealerweise versuche ich das natürlich auch in die betrieblichen Abläufe zu integrieren. Wir haben eben in dem Callcenter bewusst diese kleinen Pausen gemacht und nicht 60 Minuten Trainingseinheiten, weil das einfach nicht vereinbar war mit den Arbeitsabläufen. Bei, ich sag mal, einem Handwerksbetrieb, wo die Mitarbeiter vielleicht den ganzen Tag unterwegs sind und dann um 17 Uhr zurück auf den Hof kommen, da kann man dann eben solche Angebote dann unmittelbar im Anschluss machen oder man macht das mal vor der Arbeit. Also man sollte gucken, der Schweinehund sollte für alle beteiligten Akteure so gering wie möglich gehalten werden, weil dann habe ich auch die höchste Teilnahmequote und nur dann bringt es natürlich. Und dann bin ich schon bei Schritt 4 der Maßnahmenumsetzung. Und da hören dann spätestens die meisten auf, dass sie dann einfach den Rückenkurs regelmäßig besuchen und dann irgendwann wird das weniger und sie fragen sich, warum, und dann schläft das irgendwann ein. Und da muss man dann eben immer wieder auch gucken, was kann ich vielleicht an Motivationsmöglichkeiten finden, was kann ich vielleicht auch feedbackmäßig von den Teilnehmern einholen, um eben solche einschlafenden Kurse irgendwo zu unterbinden, indem ich eben auch dann vielleicht in regelmäßigen Abständen mal eine Feedback-Befragung mache. Wie finden Sie den Referenten? Wie finden Sie die Zeit? Wie finden Sie den Trainingstag? Können wir irgendwas verändern? Und anhand dieser Feedback-Ergebnisse, anhand dieser Nachbereitung, kommt man dann eben zum letzten Schritt, und das ist dann die Optimierung, dass ich Stück für Stück das Ganze erweitere. Wenn ich eben eine Maßnahme habe, die tadellos funktioniert und alles super, dann kann ich mir überlegen, wie drehe ich das Rad weiter, wie kann ich neue und bessere Maßnahmen integrieren oder vielleicht, wie kann ich das Ganze insgesamt optimieren. Das ist so der Ablauf, und das passt eigentlich eben auch bei einem 3-Mann-Betrieb als auch bei einem 300-Mann-Betrieb. Ich fällt halt dann in den einzelnen Schritten nur ein bisschen umfangreicher oder eben kürzer aus. Ich finde das total faszinierend, weil letztendlich hast du ja so Schritte der einer Risikoanalyse, was wir aus dem Sicherheitsmanagement kommen, also Bedürfnisse und Risiken erkennen und dann Maßnahmen planen, eigentlich beschrieben. Und ich finde das einfach klasse, dass so bestimmte Methodiken sich in ganz, ganz vielen Bereichen einfach wiederfinden, weil sie sich einfach durchsetzen, weil sie einfach zielführend sind. Das nur so. Das ist einfach ganz klassisches Projektmanagement. Nichts anderes ist es, ne? Und so muss man das auch betrachten. Finde ich tatsächlich auch nicht verkehrt. Jetzt würde mich nur, wo du gerade so davon erzählst, weil in der Theorie klingt das, wie man immer so gerne sagt, ja alles gut und schön und ganz einfach. Habt ihr schon irgendwie Erfahrungen damit gemacht, dass das bei jüngeren Unternehmen mit einem, ich sag mal, jüngeren Mitarbeiterklientel einfacher umzusetzen ist, als eventuell bei konservativen, größeren konzernartigen Unternehmen ist, wo vielleicht der Durchschnitt der Mitarbeiter grundsätzlich ein bisschen höher ist, dass die, weiß nicht, ich sag mal, aus so einer nicht Faulheit, aber aus so einer Gewohnheit heraus sagen, ja, nee, habe ich keine Lust, oder vielleicht sich auch hinstellen und sagen, das habe ich noch nie gemacht, warum soll ich jetzt damit anfangen? Ich bin es gewohnt, 8 Stunden zu arbeiten, dass das vielleicht in einem konservativeren, größeren, älteren Unternehmen schwieriger ist, das zu implementieren, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr da unterstützen könnt? Also was schon mal einer der größten Faktoren überhaupt ist, ist die Unternehmensphilosophie. Ich erkläre das gerne an einem alten Beispiel. Wer als Werbeslogan und Firmenphilosophie beispielsweise hat, Geiz ist geil, der suggeriert, über den Preis geht alles und das funktioniert eine gewisse Zeit, aber es leidet dann doch irgendwann die Qualität, oder ich bin dann vielleicht doch nicht mehr, wenn ich nur über den Preis verkaufe, wettbewerbsfähig, weil wer günstige Preise haben will, muss auch günstige Personalkosten haben, und das wirkt dann irgendwann eben auf alle anderen Faktoren mit aus. Wer so einen Werbeslogan hat, muss eben gucken, passt überhaupt
das Ganze, brauche ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn es sowieso nicht in die Firmenphilosophie passt. Also ich sag mal, das eigene Unternehmensleitbild muss es schon irgendwo hergeben. Wir haben es ja nun gerade auch in der Corona-Pandemie, wenn ich schon ganz andere Schwierigkeiten habe im Umgang mit Mitarbeitern, dann hilft auch das beste Gesundheitsmanagement nicht. Ne? Weil das eine Theorie auf dem Papier klingt, das ist alles super, aber ich muss es schon irgendwo auch leben. Und da kommen wir eigentlich schon zum zweiten Baustein, neben der eigentlichen Firmenphilosophie ist vor allem der Bereich Führung ganz, ganz wichtig. Ich merke immer, die Unternehmen, wo sowohl die Geschäftsführer als auch die einzelnen Abteilungsleiter, wenn die da hinter dem BGM stehen, dann wird es ein Selbstläufer, weil das sind die Vorbilder. Und wenn ihr eben die großen Konzerne beschreibt, da ist es eben dann manchmal so, dass ein großer Geschäftsführer sehr unnahbar für den kleinen Mitarbeiter ist und dann sich natürlich auch nicht in seinen eigenen Sportkreis dann irgendwie zu irgendwelchen Rückenkursen mitbegibt. Und da merkt man dann eben auch, naja, wenn der Chef das nicht macht und es ist so von oben herab delegiert, dann funktioniert das meistens nicht. Man muss auch gucken, wie verkauft man das Ganze. Macht man es eher aus Sicht des Arbeitnehmers, was er für Vorteile hat und wie toll das ist, oder sagt man einfach so, der Krankenstand ist so hoch, jetzt müssen wir einen Rückenschulkurs machen und delegiert das von oben herab, dann ist das wenig von innen heraus motiviert und entsprechend schwierig. Aber ich hatte eben tatsächlich auch schon den Fall bei einem Konzern, wo es nicht funktioniert hat, wo aber irgendwann die Geschäftsleitung gewechselt hat, wo mit dem Geschäftsführerwechsel auch so ein richtiger Wertewechsel stattgefunden hat, der sich dann eben auch auf solchen Ebenen wie Leitbildern auch auswirkte und auf einmal funktionierte es. Man braucht immer Leute, die dafür brennen und die das Ganze anschieben, aber so ist es grundsätzlich ja in jedem Bereich. Ne? Also ich kenne auch viele, viele alte Unternehmen, die im Bereich Social Media top aufgestellt sind und da witzige Sachen posten. Das ist halt einfach heutzutage, entweder du gehst mit der Zeit oder, also wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, heißt es ja so schön. Und so ist es eben auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Man kann, glaube ich, 150 Jahre alt sein als Betrieb und trotzdem sowas toll implementieren, wenn die eigenen Mitarbeiter ja auch anerkannt und gewertschätzt werden. Wenn die Mitarbeiter nur eine Ressource sind, dann wird das betriebliche Gesundheitsmanagement immer relativ schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen oder viele Führungskräfte das BGM noch gar nicht so erkannt haben, als da kann ich ein Reinvest quasi für mein Unternehmen rausbekommen. Weil ich glaube, wie du sagst, viele da oder ich denke, durch die Corona-Krise oder Pandemie hat man das bestimmt in verschiedenen Bereichen, vielleicht auch unsere Zuhörer, mitbekommen. Häufig, zumindest war das mein Eindruck, geht es einfach um Zahlen. Und wenn die Zahlen in irgendeinem Missverhältnis stehen, dann werden halt bestimmte Maßnahmen abgebrochen, auf die man verzichten kann. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Führungskräfte. In der Regel sind das ja auch ältere Semester, die sich vielleicht auch noch gar nicht so mit BGM auskennen, weil das ja, würde ich jetzt behaupten, eigentlich eher sowas ja, moderneres, wie du schon sagtest, etwas Neueres ist. Das kennt man von, wenn nicht, 1970 kennt man das vielleicht noch nicht so. Kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Jetzt aber mal gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Die Sicherheitsbranche, zumindest die klassische, so wie man sie kennt, hat jetzt das Problem, ist ja nicht so ein klassischer Büroarbeitsplatz, wo ich dann einfach, ich sag mal, kurz die Pfeife drücke und sage, so, jetzt macht jeder mal 10 Minuten, worauf er Lust hat, aber nicht auf den PC gucken, sondern wir haben ja häufig das Problem, oder das Problem ist es ja nicht, aber das Problem für ein BGM wäre es in dem Fall, oder würde ich jetzt erstmal so sagen, korrigiere mich gerne gleich, dass wir ja was repräsentieren, in der Regel den Kunden, das heißt, die Mitarbeiter sitzen in den Räumlichkeiten des Kunden, meistens so im Bereich Empfang, wo sie von außen wahrgenommen werden können, wo sie von Gästen wahrgenommen werden können, von Lieferanten, wie auch immer. Vielleicht bewegen sie sich sogar, jetzt Stichwort öffentliche Verkehrsmittel, gerade in U-Bahn, in S-Bahn oder aber sie sind einfach im öffentlichen Raum unterwegs. Was sagst du oder was wäre so dein Anhaltspunkt zu sagen, okay, da kann man trotzdem BGM irgendwie mit implementieren, weil ich kann mir vorstellen, dass es in so einer Tätigkeit deutlich schwerer ist, als wenn ich nicht einen schnöden, aber wenn ich so einen typischen Büroarbeitsplatz habe. Ja. Ja. Also definitiv, da sind gewisse
Herausforderung, so möchte ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Also das klassische Finanzamt, und das ist halt so dieser Widerspruch in sich, ne? Ich sag mal, ein klassisches Finanzamt, die auch mal eine halbe Stunde ihre Arbeit liegen lassen können, um zu einem Kursangebot zu gehen. Da ist es manchmal schwierig, weil es einfach von der Firmenphilosophie nicht hinkommt. Und ich sag mal, bei euch muss man dann eben gucken, wie kann man das Ganze eben anderweitig gestalten. Dass eben die Sicherheitskraft im Empfangsbereich jetzt nicht gerade mal zum Kunden oder Lieferanten, der reinkommt, sagen kann, entschuldigen Sie mal bitte kurz, ich muss erstmal 20 Kniebeuge machen, ist natürlich selbstverständlich. Das wird relativ schwierig. Aber man kann dann natürlich gucken, gibt man den Mitarbeitern beispielsweise gewisse Freiräume während der Arbeitszeiten, um eben solche Bewegungsangebote, Entspannungsangebote zu realisieren, sei es vor der Arbeitszeit, sei es nach der Arbeitszeit oder irgendwo als Gutschrift zur Arbeitszeit. Auch das ist natürlich möglich, gerade wenn man schaut, ist die Belegschaft irgendwo quer verstreut, überall unterwegs. Dann kann man natürlich auch in der heutigen Zeit gucken, was gibt es für digitale Angebote. Wir haben es beispielsweise jetzt momentan, dass wir einen Bewegungskurs wirklich live und in Farbe ausschließlich digital anbieten, wo das Mitarbeiter von eben einem Pflegeverband sind, die auch teilweise dann jetzt auf einer Strecke von 200, 300 Kilometer voneinander entfernt sind, aber trotzdem dieses Gruppen- und Wehgefühl dann über die digitale Zusammenhalt einfach auch bekommen. Oder man kann natürlich auch schauen, was biete ich für den Mitarbeiter, weil ich sehe in eurem Bereich auch ganz, ganz stark den Bereich Stress. Ne, wenn ich jetzt überlege, ihr müsst ja einfach für Sicherheit sorgen. Ich sag mal, an einem Empfang von irgendeiner Behörde mag das noch so halbwegs gehen, aber wenn ich mal an die Leute bei Festivals und dergleichen denke, ist ja schon, oder im Weihnachtsmarkt und sowas, da ist ja schon eine hohe Geräuschkulisse, Lärmkulisse, irgendwann auch alkoholisierte Gäste, mit denen ich umgehen muss. Und da brauche ich natürlich auch Möglichkeiten, um mit diesen Stressbelastungen umzugehen. Und man kann beispielsweise auch sagen, lieber Mitarbeiter, such dir irgendwo in deinen Freizeiten ein Kursangebot zur Stressbewältigung und besuche diesen. Und ich schreibe dieses dann im Nachgang als Arbeitszeitgut und finanziere die ganze Geschichte. Das ist zum Beispiel eben auch sehr, sehr gut auch machbar für kleinere Betriebe. Also ich selber habe auch aus steuerrechtlicher Sicht die Möglichkeit, bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr für sogenannte Gesundheits- und Präventionsleistungen zu investieren. Das heißt, der Mitarbeiter bezahlt das Ding und gibt dann im Nachgang die Rechnung einfach beim Chef ab. Und dann kann der Chef ihm das 1:1 auszahlen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und dann ist es eine ganz normale Betriebsausgabe. Man muss einfach schauen, wie schaffe ich diese Rahmenbedingungen idealerweise, um nicht die Arbeit zusätzlich zu belasten. Es muss irgendwo reinpassen und dann eben natürlich auch den Mehrwert zu bieten. Da muss man eben vorher analysieren und gucken, was ist überhaupt machbar oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, so ein Mitarbeiter am Empfang, der hat ja doch sicherlich vor der Arbeit oder nach der Arbeit die Möglichkeit. Absolut, also da gehe ich ganz stark davon aus, dass die Frage ist halt, dass was du jetzt gerade erzählst, und so beobachte ich mich auch gerade selber, das klingt alles so logisch und so schlüssig. Was ich aber ganz stark einfach feststelle für mich, der jetzt seit über 10 Jahren in der Branche ist und auch bei unterschiedlichen Arbeitgebern gearbeitet hat, dass sich das einfach noch gar nicht so wirklich irgendwie etabliert hat. Das sind ja ganz, ganz... Das ist ja auch die große Chance. Ne? Das ist ja jetzt die Chance für all diejenigen, die sagen, okay, ich bin vielleicht ein Arbeitgeber, der fortschrittlicher ist, der solche Sachen bietet. Und wenn ich als Mitarbeiter irgendwann die Wahl habe, okay, ich kann bei Arbeitgeber A dasselbe verdienen wie Arbeitgeber B. Aber Arbeitgeber B bietet mir zusätzlich noch Möglichkeiten, um eine bessere Work-Life-Balance, um eine bessere Gesundheitsförderung für mich selber zu betreuen. Das ist ja genau dieser Wettbewerbsvorteil, der jetzt eben auch entstehen kann. Absolut, du sagst es. Wir haben 13.000 offene Stellen bei uns in der Branche. Und natürlich, wenn ich da können wir, glaube ich, auch ehrlich sein, im Niedriglohnsektor bin, wo ich aber Gott sei Dank inzwischen über Mindestlohn hinweg bin, aber für diese Tätigkeit im Niedriglohnsektor bin, dann versuchen sich die Unternehmen gerade ganz stark damit zu kannibalisieren, sage ich immer, dadurch, dass sie einfach sagen, okay, ich zahle dir mal eben eine Wechselprämie und dann bist du bei mir, aber das hat ja
korrigiere mich da gerne, aber das hat für mich ja dann keinen nachhaltigen Mehrwert. Der Mitarbeiter kommt, der Mitarbeiter geht und ein betriebliches Gesundheitsmanagement, so wie du es beschreibst, sagt mir an dieser Stelle auch einfach, ich kann das auch wirklich als positiven Aspekt zur Mitarbeitergewinnung einsetzen. Ja, man muss es eben auch, und da sehe ich auch ganz, ganz viele Stärken, und da seht ihr auch, das ist halt Gesundheitsmanagement, nicht umsonst ist das Wort Management mit drin. Einige Unternehmen bieten sowas an, aber kommunizieren es nicht nach außen. Und das ist immer auch ein Punkt, wo wir halt den Firmen dann auf die Füße treten und sagen, Mensch Leute, ihr müsst das auch nach außen kommunizieren, damit es auch wirklich die Vielfalt ausstrahlen kann. Also wenn ich eine Stellenausschreibung mache, es ist ja ganz einfach, da auch reinzuschreiben, was biete ich? Es steht ja häufig, was brauche ich von dir, was musst du tun und was biete ich? Und da kann ich natürlich auch meine guten Taten, tue Gutes und rede darüber, auflisten. Und wenn auch Mitarbeiter dann gezielt, wenn jemand sagt, Mensch, das ist ja toll, ich treibe gerne Sport und kann das ja dann auch irgendwo in der Arbeitszeit integrieren, wenn die bewusst sich für mich entscheiden, weil sie bei mir den Mehrwert sehen, dann habe ich ja auch irgendwann auf kurz oder lang genau die Mitarbeiter, die dann auch die Maßnahmen nutzen. Weil das ist ja auch noch ein Punkt, ich kann ja Sachen anbieten, was ist, wenn es nicht genutzt wird? Und das ist ja auch dann ein Prozess, wenn ich schon selektiere im Einstellungsprozess, wenn ein Mitarbeiter sagt, Mensch, das finde ich toll, dann ist das für mich als Chef schon definitiv ein Punkt, wo ich sage, das ist toll, der hat sich mit meinem Unternehmen beschäftigt, der hat die Stellenausschreibung auch wirklich im Detail gelesen, der hat da Lust drauf. Und welche Mitarbeiter will ich denn? Ich will die fitten, vitalen, gesunden, die auch etwas für sich tun, die auch vorausschauend denken, weil das hat nun mal auch gerade die Bereiche Sport und Ernährung und Stressbewältigung. Es ist ja nicht so, dass ich einmal Sport mache und dann aussehe wie Papai, sondern das ist ja auch ein gewisser Prozess. Und da muss ich ja auch vorausschauend denken. Das sind alles so Sachen. Wir selber haben es von Anfang an gelebt und auch auf unseren sozialen Medien immer wieder veröffentlicht. Und als Beispiel ist eben bei uns immer dieser Freitag, dass wir Training machen und wir machen Freitag früh meistens noch eine Art Teammeeting mit gemeinsamem Frühstück. Und wenn dann am Freitagmittag nicht diese Fotos hochgeladen sind von unserem gemeinsamen Frühstück, dann fragen die Leute schon, ob alles in Ordnung bei uns ist oder ob irgendwas passiert ist. Und genauso kriegen wir auch Bewerbungen, wo dann drinnen steht, hallo, auch ich möchte demnächst für euch mit euch gemeinsam frühstücken. Und da weiß ich dann schon, okay, das ist jemand, der hat sich mit meinem Unternehmen beschäftigt. Und der kommt genau deswegen, weil er sagt, das sieht familiär aus, das sieht freundlich aus, das sieht nahbar aus. Und dann freue ich mich natürlich über jeden solchen Bewerber. Und wir selber sind auch in der Branche. Wir sind nun mal, man kann noch sagen, Sportbranche, die, ich sag mal, mit Friseur und ja Floristen gleichgestellt ist. Also auch definitiv im Niedriglohnsektor. Aber bei uns, wir haben im Moment keine Schwierigkeiten, entsprechend geeignete Bewerber zu finden. Eher im Gegenteil, wir müssen noch einen ganzen großen Teil ablehnen, obwohl wir sie gerne einstellen würden. Und das halt nur, weil wir ein bisschen anders arbeiten und das Ganze auch nach außen anders kommunizieren, als es die herkömmlichen Unternehmen tun. Und auch, wie gesagt, ich kann keine Beispiele bei euch bringen aus der Sicherheitsbranche, weil ich bisher da auch wirklich noch keinen Fuß gefasst habe. Was ich sagen kann, sind Callcenter. Und da ist es genau das Gleiche. Teilweise Schichtarbeit, schwierige Arbeitsverhältnisse, weil ich auf engstem Raum mit vielen Leuten in großen Räumen sitze. Ich sitze sehr viel und die Verdienste sind auch wahnsinnig gering. Und auch da werden teilweise Wechselprämien bezahlt. Aber es gibt eben Unternehmen, die da anders agieren und die merken, wir haben eine deutlich geringere Fluktuation. Einhergehend mit der geringeren Fluktuation haben wir auch eine viel, viel höhere Produktivität, weil die Mitarbeiter, die da sind, die sind voll einsatzfähig und können gleich ihre Arbeit tun. Und ich muss nicht erst noch einen zweiten abstellen, um den ersten einzuarbeiten. Ja, alleine schon die Einarbeitungs- und ja die Onboarding-Prozesse, das sind ja schon so extreme Kosten, die da entstehen, die ich einfach nur dadurch reduzieren kann, dass ich die Mitarbeiter, die da sind, was Gutes tue, dass eben vielleicht 1.000 Euro oder 2.000 Euro Wechselprämie. Man weiß ja nicht, wo lässt man sich drauf ein. Ne? Auch ich habe eine Mitarbeiterin, die hat ein Angebot bekommen, da hätte sie im Monat 700 Euro mehr verdient. Aber sie hat eben gesagt, naja, da muss ich in Schichten arbeiten, da habe ich einen großen Konzern und ja, bin nur eine Nummer von vielen. Nee, ich bleibe hier, weil es ist einfach familiärer und ich weiß, was ich hier habe. Ja, und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. So, und das ist ja dann auch ein Punkt, wo man dann eben auch langfristig sagt, okay, Geld ist heutzutage nicht ganz alles.
Ja, aber dann muss ich das eben auch so leben und aufbauen, Stück für Stück. Jetzt haben wir. Da muss man, unser, lass mich kurz einsteigen. Ja. Da muss man doch ja, ehrlicherweise einfach mal sagen, da, also so als Außenstehender, wenn man das hört, da kann man als Unternehmer durchaus auch ein Stück weit stolz drauf sein. Also, wenn halt eine Mitarbeiterin sagt, klar, ich kann da mehr Geld verdienen, aber ich habe hier halt eine ganze Menge, das finde ich gut, beziehungsweise das ist mir wichtiger als das mehr Geld, was ich bekomme, finde ich, ist das durchaus ein Stück, wo man sagen kann, so okay, da kann man, also wir haben was geschaffen, worauf man stolz sein kann und spiegelt in meinen Augen auch immer mehr das, also dieses moderne Arbeiten wieder, dass viele Leute zwar immer noch ein gewisses Geld verdienen wollen, einfach um, ich sag mal, ihr Leben finanzieren zu können, aber es ihnen nicht mehr 100% nur noch darum geht, dass sie die, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat mit nach Hause nehmen, sondern sie sich halt trotzdem die Frage stellen, wie sieht denn das aus? Also, was bietet ihr denn noch, außer jetzt ein ewig großes Gehalt, was ich am Ende des Tages nicht nutzen kann, weil ich 18 Stunden auf Arbeit sitze und danach sowieso keine Lust mehr drauf habe? Also, finde ich, muss man mal den Hut vorziehen. Definitiv. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Jetzt habe ich mir gerade mal nochmal bei uns die Statistik aufgerufen und da haben wir letztendlich 25% der Mitarbeiter im Sicherheitsgewerbe sind 55 und älter und letztendlich 75%, die sich irgendwo zwischen unter 25 Jahren, also 16, wenn ich mit der Ausbildung beginne, bis 55 Jahren befinde. Wie kriege ich die denn unterm einem Hut oder ist das vielleicht auch das betriebliche Gesundheitsmanagement auch ein Thema, dass ich praktisch diesen Generationenkonflikt, den ich vielleicht im Unternehmen habe, auch irgendwie beseitigen kann? Das ist eine super spannende Frage, weil auch viele Unternehmen suchen immer nach dieser eierlegenden Wollmilchsau, um es einfach zu machen. Das funktioniert halt nicht. Man kann nicht eine Maßnahme anbieten. Das laufen ja viele mit dem sogenannten Gesundheitstag. Ich mache einmal im Jahr einen Gesundheitstag und dann sind alle Mitarbeiter gesund für den Rest des Jahres. Das ist natürlich Humbug. Und genauso kann ich natürlich nicht Maßnahmen anbieten, die zum einen den 20-Jährigen ansprechen sollen und zum anderen den 50-Jährigen. Da sind einfach ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und auch durchaus Punkte, wo ich unterschiedlich drauf eingehen muss. Gerade bei der jüngeren Generation ist das natürlich ideal, weil da kann ich wirklich noch normalerweise Prävention betreiben. Die haben noch keine gesundheitlichen Einschränkungen, die stehen vielleicht noch nicht mit massiven psychischen Belastungen da, aufgrund von Doppelbelastungen mit Kindern und so weiter und so fort, sondern da kann ich wirklich noch schon wirklich richtig Vorsorge und Prävention einfach betreiben. Und das kann ich aber eben nur, wenn ich... Der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Und so ist es eben, dass ich dann Maßnahmen anbieten muss. Dann heißt eben das Rückentraining nicht Rückentraining, sondern Bootcamp extrem. Und ich verkaufe das mit Schlagworten wie, du kriegst dadurch einen athletischen Körper und einen straffen Po, wenn man jetzt für die Frauen redet. Und dann kriege ich eben die Maßnahmen auch gezielt mit solchen jüngeren, mit dem jüngeren Klientel voll, während eben ich vielleicht bei der älteren Generation schon wirklich auf die vorliegenden Schmerzpunkte wie Reduzierung von Schmerzen, Reduzierung von Rückenleiden oder eben Bewältigung von Stress einfach gut arbeiten kann, wo eben ein Jugendlicher sagt, Stress, erledige ich am Wochenende in der Disco den Stress, den ich habe. Also da muss man schon gucken, dass man eben auch verschiedene Bausteine, und das deswegen ist auch diese Analyse so wichtig. Es funktioniert selten, dass ich eine Maßnahme habe, die allen schmeckt, sondern ich muss dann einfach gezielt gucken, was passt zu wem und wie kriege ich das entsprechend an die Zielgruppen vermarktet. Derjenige, der Gesundheitsmanager, ihr habt ja vorhin von eurer Gesundheitsmanagerin da gesprochen, bei eurem ehemaligen Arbeitgeber, das ist halt nicht nur Obstkorb hinstellen, sondern das ist Marketing, das ist Vertrieb, das ist Planung, das ist Analyse, das ist sehr, sehr breit gefächert, das ist Controlling, das ist Finanzierung, also wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, und so muss man halt immer schauen, was spricht meine Zielgruppe, was spricht meine Mitarbeiter an? Und das kann bei dem einen Ernährungskurs sein, bei dem nächsten ist es vielleicht ein Rückenkurs und der übernächste möchte vielleicht ein Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung, weil er irgendwo Angstzustände überwinden will. Ne? Oder Sucht kann auch ein großes Thema sein. Ich kann auch individuell mir einzelne Mitarbeiter raussuchen und gucken, wie kann ich deren Gesundheit
voranbringen und die irgendwie so anstupsen, dass es in diese Richtung auch geht. Ich muss zumindest erstmal die Grundlagen und Rahmenbedingungen dafür schaffen. Okay, klingt ja an sich echt schon, sag mal, sehr gut. Ist ja schon mal eine gute Werbung. Also, wenn ich ein Unternehmen hätte, du hättest mich jetzt so schon auf deiner Seite, muss ich zugeben. Genau, schade genau. Für dich jetzt, dass ich kein eigenes Unternehmen führe. Wie bitte? Ist jetzt schade für dich, dass ich kein eigenes Unternehmen führe. Von daher bin ich aktuell noch kein potenzieller Kunde für dich. Jetzt haben wir bei uns in der Branche leider, also durchaus leider, das Problem, dass ja die Stundensätze oder die Stundenverrechnungssätze ziemlich harsch kalkuliert sind. Also ich habe das aus meiner eigenen Berufserfahrung habe ich das gesehen. Wir hatten einen Dienstleister bei uns mit involviert unter Vertrag, der war damals bei der Ausschreibung nicht dabei. Ich habe den kennengelernt, als ich ins Unternehmen kam, der aber in meinen Augen sehr gut funktionierte. Also operativ war der sehr gut aufgestellt, strategisch funktionierte das auch sehr gut. Der hatte nur das Problem, der hatte drei, vier Mitarbeiter, die haben ihm innerhalb von einem Jahr hat der 4 Fahrzeuge von uns durch Unfälle beschädigt. Mit den Mitarbeitern ging es soweit auch ganz gut. Nur der hat ja jetzt quasi 4 Fahrzeuge zu bezahlen, die nahe am Totalschaden dran waren, wo er uns dann irgendwann in einer ruhigen Minute mal sagte, ja, das sind für mich jetzt 60.000 Euro, die ich mit diesem Auftrag im Minus liege, weil ich das nicht kalkulieren kann. Und jetzt stellt sich natürlich vor so einem Hintergrund die Frage, was erwiderst du denn dann Geschäftsführern oder Unternehmen, die dann sagen, naja, aber wenn ich den und den Verrechnungssatz habe und ich habe schon Sachen, die ich nicht mit einkalkulieren kann, weil ich nicht absehen kann, ob es passiert oder wie es passiert, beziehungsweise was dann quasi meine Kosten daraus sind. Wie machst du denen denn dann begreiflich, dass BGM sie nicht unbedingt was kosten muss, beziehungsweise werden ja mit Sicherheit mit der Einstellung rangehen, von wegen, ja, aber das kostet mich ja jetzt noch mehr. Wie soll ich das mit dem Verrechnungssatz zusammenkriegen? Ja. Was antwortest du darauf? Ja. Also als erstes mal zu demjenigen, der die 4 Autounfälle hat, also auch ein Fahrsicherheitstraining könnte eine Maßnahme des betrieblichen Gesundheitsmanagements sein. Du wirst lachen, der hatte solche, also der hat tatsächlich jeden Sonntag hat er, da war es relativ ruhig, das war so ein relativ großes Werk, wo die mit den Fahrzeugen unterwegs waren, und der hat schon von sich aus jeden Sonntag hat er mit seinen Leuten verschiedene Trainings gemacht. Also da zählte dazu, wie gehe ich mit dem Kunden um, so Höflichkeitssachen einfach, hat wirklich versucht, die Mitarbeiter richtig rauszukitzeln, dass die irgendwann quasi laut wurden, um zu zeigen, siehst du, das ist jetzt der Punkt, hat da Ansätze gegeben, die haben, die haben auch einmal irgendwie so Einparken quasi gemacht, die haben verschiedenste Dinge in die Richtung gemacht, und trotzdem konnte er es nicht verhindern, also war fast schon ein bisschen schade. Ja, klar. Ich komme mal zu dem betriebswirtschaftlichen Punkt. Was erstmal wichtig ist, also verschiedene Studien haben ergeben, dass betriebliches Gesundheitsmanagement ein Return on Invest von Minimum 2,7 Euro, also ich investiere 1 Euro in gezieltes BGM und bekomme 2,70 Euro zurück. Das ist so der Einstieg, also Minimum 2,70 Euro. Teilweise gab es Studien sogar bis zu 16 Euro mit dem Return on Invest. Und wenn ich euch jetzt sage, du gibst mir 1 Euro und ich schenke euch 2,70 Euro oder im Idealfall 16 Euro, das ist ja schon mal ein Punkt, das würde ja jeder machen. Wir alle sind, auch ich als Unternehmer bin natürlich Betriebswirt und gucke letzten Endes, was kommt unterm Strich raus. Da haben schon mal verschiedene Studien das bewiesen, dass BGM sich lohnt. Wodurch kommt das? Das sind sogar nur die harten Kennzahlen, die diesen Return on Invest erstmal beeinflussen. Das sind Punkte wie Reduktion der Fehlzeit. Was kostet denn heutzutage ein Mitarbeiter? Selbst wenn wir von einem Mindestlohn von knapp 10 Euro ausgehen, kostet der mich am Tag 80 Euro. Wenn der ausfällt den Tag, dann muss ich jemand anderen in den Auftrag schicken, sonst fällt der Kundenauftrag weg. Also entstehen nochmal 80 Euro Zusatzkosten in Form von Überstunden, und mit Überstundenzuschlägen, dann sind wir wahrscheinlich schon bei roundabout nicht 160 Euro, sondern eher so 200 Euro pro Fehltag, die jeder Mitarbeiter mich kostet. Die AOK hat im vergangenen Jahr ermittelt, pro Mitarbeiter ist eine Fehlzeit von 17 Tagen pro Jahr, pro Mitarbeiter. So, da sind wir schon mal bei 200 Euro, bei 17 sind wir schon mal bei, helft mir, 1400 Euro. Kommt das hin? Nee, reicht nicht. 17 sind 3400 Euro. Richtig?
Da muss ich jetzt meinen wohlgeschätzten Taschenrechner bemühen. Doch, doch. 3.400. 17 mal 200 sind wir schon mal bei 3.400 Euro. Hm. Ein Mitarbeiter. Jedes Jahr krank. So. Wenn ich jetzt ein gutes BGM aufbauen will, dann kostet mich das vielleicht pro Jahr, pro Mitarbeiter 100, 200, 300 Euro. Wenn wir von dem Steuerfreibetrag ausgehen, sind es vielleicht 600 Euro. Ist also mit 2 bis 3 Fehltagen, die ich vielleicht reduziert habe, ich sage nicht, dass wir jetzt die 17 Fehltage auf 0 Fehltage runter reduzieren, aber wenn ich schon 1 oder 2 Fehltage heruntergebracht habe in meiner Statistik, dann hat sich das meistens schon amortisiert. Und da sind eben weiche Faktoren, wie beispielsweise eine Produktivitätssteigerung oder stärkeres Miteinander wie Teambildung oder eben Arbeitgeberattraktivität noch gar nicht mit eingepreist, weil das weiche Faktoren sind, die kann man gar nicht in Geld ummünzen. So, das heißt, es rechnet sich, und was in diesem Return on Invest noch nicht mit eingerechnet ist, sind eben gewisse Möglichkeiten, die ich ausnutzen kann. Ich sage jetzt mal eher so die größeren Unternehmen ab 10 Mitarbeiter plus, haben eben vor allem auch die Möglichkeit, sich an Krankenkassen zu wenden und mit gemeinsam mit den Krankenkassen ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufzubauen, wo dann eben auch die Krankenkassen aus Vertriebsgründen solche Maßnahmen mit fördern und bezuschussen. So, das heißt, der Rückenschulkurs, man redet eben mit der Krankenkasse und sagt eben, man möchte so einen Rückenkurs vielleicht nachhaltig im Betrieb integrieren, und als kleine Anschubfinanzierung gibt dann eben die Krankenkasse die finanziellen Mittel dazu, um die ersten 3 Monate oder ersten 6 Monate vielleicht erstmal loszulegen und zu überbrücken. Und wenn ich dann merke, okay, es funktioniert, die Mitarbeiter machen es mit, die Stimmung wird besser, die Krankenquote sinkt vielleicht Stück für Stück, oder zumindest die Mitarbeiter berichten mir schon, sie haben weniger Rückenleiden, die Arbeit geht leichter von der Hand, dann ist es doch für mich dann irgendwann selbstverständlich, dass ich dahingehend investiere. Es ist wie mit der Werbung, ne? Also Henry Ford sagt ja, 50% der Werbung ist immer rausgeschmissen. Leider weiß keiner, welche 50%. Und so muss man sich da langsam rantesten, und das, was gut funktioniert und angenommen wird und auch positive Ergebnisse. Und deswegen ist halt auch diese Nachhaltigkeit und Optimierung so wichtig, dass ich immer wieder auch nachfrage, was läuft gut, wo kann man noch mal verbessern, dass ich da dann eben so ein bisschen Stück für Stück die Spreu vom Weizen trenne. Ich glaube, das sind auch zwei echt wichtige Anhaltspunkte, die vielleicht unsere Zuhörer, sofern sie Geschäftsführer sind, Unternehmensführer, Führungskräfte, was auch immer, die man da auf jeden Fall mitnehmen sollte. Einfach die Tatsache, dass es jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt quasi alle deine Fehltage oder Fehlzeiten reduzieren wird, weil, seien wir ehrlich, das kriegt ihr auch mit einem BGM nicht hin. Allein wenn ich überlege, dass du in verschiedenen Arbeitsbereichen einfach einen Arbeitsunfall haben kannst, und das kannst du ja nicht ausschließen, das kriegst du ja mit einem BGM einfach nicht geregelt. Also kannst du ja auch nicht, darum geht es ja nicht. Aber ich glaube, einfach schon dieser Aspekt von, was vielleicht auch viele einfach gar nicht wissen, würde ich mir vorstellen, dass man da eventuell mit den Krankenkassen irgendwie zusammenarbeiten kann, vielleicht sogar mit den BGs, dass man auf die zugeht, sagt, wir wollen hier was implementieren für die Mitarbeiter, wie sieht's aus, könnt ihr uns da unter die Arme greifen, um dann im Umkehrschluss vielleicht wirklich eine signifikante Änderung in den Krankheitstagen zu sehen oder aber in besser gelaunten Mitarbeitern bis hin zu einer Arbeitssteigerung. Ich glaube, das sind so signifikante Punkte, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind für Leute, die dann entscheiden müssen, okay, mache ich das jetzt auf längere Sicht? War das jetzt nur ein Probeding? Oder muss ich das jetzt wirklich integrieren, weil ich den Mehrwert habe? Und ich glaube, da an dieser Vorstellungskraft hapert es, zumindest in unserer Branche, würde ich jetzt mal behaupten, noch relativ vielen Leuten, weil die das wirklich so sehen von wegen, ich bin eine Dienstleistung, die erbringe ich, und dann ist quasi alles gegessen, so nach dem Motto. Ja. Und ihr sagt ja selber schon, 13.000 offene Stellen, ich muss mir einfach was einfallen lassen. Diejenigen, die noch da sind, die Mitarbeiter, die muss ich versuchen, so lange wie möglich zum einen bei mir im Betrieb zu halten, dass sie nicht wegen ein paar Euro woanders hinwechseln, aber auch, dass ich die, wenn die da sind, auch fit halte. Man muss ja auch heutzutage erstmal bis zum Rentenalter durchhalten und nicht schon früh verrentet werden. Und auch das ist eben eine Möglichkeit, die ich nachhaltig und lange genug meine Mitarbeiter im System halte, wofür das BGM einfach zwingend notwendig ist. Und wenn ich mich dann eben als positiver, guter, attraktiver Arbeitgeber
positioniere, dann fällt es häufig auch nicht schwer, dann geeignete Fach- und Führungskräfte für mich gewinnen zu können. Ja, vor allem auch mit dem Hintergrund dann, auch als Unternehmen, ich meine, die BSR hat ja momentan, nee, nicht stimmt, nicht die BSR hatte, die BVG hat es immer noch, die haben ja ein relativ, also die haben ja derzeit ein Marketing, das, ich sag mal, relativ frech ist und ich denke mal, sich als Unternehmen hinzustellen, zu sagen, naja, also wir haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement, einfach schon mit dem Hintergrund, dass unsere Mitarbeiter, wenn sie in Rente gehen, auch was von ihrer Rente haben sollen, kann ja durchaus ein Marketingkonzept sein, so an die Sache heranzugehen, weil, wie du schon sagst, man muss es erstmal bis zur Rente schaffen, je nachdem, was für einen Job man macht, ist das durchaus auch schwierig und was bringt es mir, wenn ich dann in der Rente bin, aber ich quasi von einem Wehleiden ins andere stoße und eigentlich Zeit, die ich jetzt habe, um meinen Lebensabend noch zu genießen oder, weiß ich nicht, das, was ich über Arbeit aufgebaut habe, zu genießen, wenn ich davon nichts mehr habe, dann hat mir das 40 Jahre Arbeiten ja auch nichts gebracht. Also, ja. Wichtiger Punkt. Manchmal sind es auch ganz einfache Methoden. Also ich habe jetzt viel von sogenannten verhaltenspräventiven Maßnahmen gesprochen. Also man unterscheidet beim Gesundheitsmanagement zwischen Verhalten und Verhältnissen. Verhalten ist alles, wo die Person im Verhalten verändert wird. Wenn ich jetzt sage, okay, ihr macht jetzt einen Rückenschulkurs und lernt jetzt das richtige Heben, Bücken tragen, das ist Verhalten oder eben das Fahrsicherheitstraining. Ne? Wie soll ich mich verhalten, wenn das Auto ins Schleudern kommt? Verhältnisse sind alles Sachen, wo ich die eigentlichen Betriebsmittel ändere und so eben die Verhältnisse zum Positiven verändere. Und wenn wir jetzt nochmal den Herrn vom Empfang nehmen, da gehört eben beispielsweise ein ergonomischer Stuhl oder ein ergonomischer Tisch mit dazu. Und das sind zum Beispiel auch Sachen, gerade wenn ich Mitarbeiter habe, aus dem BEM-Gespräch heraus, wo ich merke, die haben schon eine gewisse Vorerkrankung, dann kann ich mich beispielsweise auch sehr, sehr gut an Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und sowas wenden, die mich dann vielleicht bei ergonomischen Möbeln wie höhenverstellbaren Tischen unterstützen. Oder mal ein anderes schönes Beispiel, was vielleicht auch auf viele aus eurer Branche betrifft. Meine Mitarbeiter sind auch ganz viel draußen an der frischen Luft. Und wir haben zum Beispiel ein Problem gehabt, dass die Mitarbeiter sich im Frühling und im Herbst erkältet haben, einfach aus der einfachen Sache heraus. Sie hatten eine dicke Jacke, das war eher eine Winterjacke. Die hatten sie im Winter an. Und dann hatten die eben Trainingsschutz. Es waren zwar auch Langarmschutz und Kurzarmschutz, aber die hatten halt nur, ich sag mal, entweder schwitzen oder frieren, gerade im Frühling. Und da war es eben auch betriebliches Gesundheitsmanagement, ihnen eine Übergangsjacke für eben Frühling und Herbst zu kaufen, weil dann hatten sie eben nicht mehr die Wahl zwischen schwitzen oder frieren, sondern konnten sich eben auch den Wetterbedingungen anziehen. Und das ist halt, ich sag mal, eine Jacke kostet dann 50 Euro und wenn ich dann eben dadurch eine Erkältung, wo er mir eine Woche ausfällt, reduzieren konnte und somit unterbunden habe, dann habe ich schon die Jacken amortisiert von all meinen Mitarbeitern. Und das sind manchmal so ganz einfache, banale Sachen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass wir das BGM zur Mitarbeitergewinnung einsetzen können, zur positiven Außendarstellung. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, dass ich praktisch bei meinem Kunden als klassischer Dienstleister damit punkten kann. Nicht nur, dass ich vielleicht geringe Fluktuationszahlen habe, beziehungsweise ständig ein neuer Mitarbeiter am Empfang sitzt, weil der andere gerade krank ist oder sich nicht fühlt oder ausgefallen ist aus anderen Gründen. Hast du Erfahrung damit? Und wenn ja, das würde mich total interessieren, wie kann ich das vielleicht auch in Richtung meinem Kunden oder im Rahmen einer Ausschreibung positiv platzieren, zu sagen, ich habe ein betriebliches Gesundheitsmanagement und damit, du Kunde, hast du folgende Vorteile, wenn du dich für mich entscheidest? Was die Ausschreibung angeht, ist meine Erfahrung nicht ganz so groß, aber es gibt auch DIN-Zertifizierung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da könnte es natürlich sein, dass ich mein BGM zertifizieren lassen könnte. Da arbeiten wir mit einem Kunden zusammen, der das vor kurzem gemacht hat, weil es auch teilweise eben in Ausschreibungen notwendig war. Das wäre jetzt ein Punkt, aber da kann ich mich nicht so weit aus dem Fenster raushängen, weil da mein eigener Erfahrungsschatz einfach nicht groß genug ist. Was ich zumindest spüre, ich nehme es mir jetzt mal an unserem Beispiel, in unserer Branche, ich sage jetzt mal Freizeit oder Fitnessbranche, wird häufig eher mit
Honorarkräften gearbeitet. Dass also freiberufliche Trainer und Kräfte engagiert werden, was dann, und das machen auch beispielsweise die Krankenkassen so, dass Krankenkassen Ausschreibungen durchführen und so kann das eben passieren, dass ich, wenn ich einen Rückenkurs in meiner Firma habe und die Krankenkasse schreibt aus und dann wird der günstigste Anbieter genommen, dann ist der für 8 Wochen da und dann mache ich einen erneuten Kurs, dann wird wieder ausgeschrieben und auf einmal ist es ein anderer Dienstleister. Das mag der Kunde nicht, das mögen die Teilnehmer nicht und ja, es fällt dann immer letzten Endes auch auf die Krankenkasse zurück. Und wir sind eben ein Unternehmen, das ausschließlich mit festangestellten Mitarbeitern mit festen Einsatzgebieten auch arbeitet. Das bedeutet, wenn ein Kunde einen Ansprechpartner bei unserem Unternehmen erhält, bleibt derjenige auch, bis er das Unternehmen verlässt, der Ansprechpartner. Und so entstehen einfach Erfahrungswerte. Unsere Trainingsteilnehmer gewöhnen sich an den Referenten. Der Referent gewöhnt sich eben auch an seine Schäfchen. Und man kann dann eben so diesen Entwicklungsprozess auf beiden Seiten Stück für Stück beobachten. Und das ist für uns in unserer Branche ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Weil wir uns da deutlich abheben. Wir sagen eben auch, unsere Stundensätze sind eben ein bisschen teurer, genau aus diesem Grund. Dafür brauchen Sie sich nicht alle 8 Wochen an ein neues Gesicht gewöhnen. Und wir kriegen das gut den Kunden verkauft. Ne? Dass wir eben sagen, okay, es ist eben eine gewisse Qualität dahinter. Wir können eben nicht Dumping-Honorarpreise bezahlen an jemanden, der das so als Hobby nebenbei macht, sondern es sind eben qualifizierte Kräfte, geschulte Kräfte, die auch schon lange Berufserfahrung mit sich bringen. Und so kriegen wir eben auch deutlich höhere Preise bei unseren Kunden verkauft. Wie das bei euch in der Branche aussieht, könnte ich mir vorstellen, letzten Endes habt ihr dieselben Kunden, denke ich mal, oder zum Teil auch dieselben Kunden und Unternehmen wie wir auch. Also es ist dann vielleicht auch eine Sache des Verkaufes. Ja, wenn also ich jetzt nicht eine ganz klassische, also wenn ich jetzt eine ganz klassische Ausschreibung, ich sage jetzt mal bei uns bei der Bundeswehr, wo dann auch drunter steht, entscheidend ist ausschließlich der Preis. Das sind dann so Sachen, da überlege ich schon dreimal, ob ich an die Ausschreibung teilnehme oder nicht, weil ich weiß, das preislich können wir dann teilweise nicht mithalten. Ja, also das ist genau diese Thematik. Das kennen wir. Das ist bei uns eher noch die Diskussion oder die Sparte, wo es darum um Qualität geht, also den Kunden zu verkaufen. Warum brauchst du einen Sicherheitsmitarbeiter, der nicht nur die Minimalanforderungen erfüllt, sondern der vielleicht auch regelmäßig Schulungen bekommt, der vielleicht eine andere Ausrüstung hat, eine bessere Dienstkleidung? Aber die Argumentationsmechanismen, die du gerade auch angesprochen hast, Kontinuität, Vertrauen aufbauen, Qualitätsstandards, ich weiß, wen ich dir schicke und du, Kunde, weißt, wen du für dein Geld bekommst, die sind ja die gleichen. Also vielleicht auch in Richtung der Zuhörer nach draußen auch nochmal gesagt, wir kennen diese Argumentationsmechanismen, vor allem wenn wir uns als Sicherheitsunternehmen da wirklich dafür einsetzen, Qualität an den Markt zu bringen. Und dann ist es aus meiner Sicht nur noch ein ganz, ganz kleiner Schritt, rüber zu gehen und zu sagen, ich packe das betriebliche Gesundheitsmanagement nehme ich auch mit in diese Argumentation noch mit hinein, um praktisch den Mehrwert, letztendlich ist es ja auch eine Qualitätssteigerung, abzurunden und den Kunden wirklich von meiner Dienstleistung zu überzeugen. Ja, und vor allem auch, ich sag mal, bei 13.000 offenen Stellen, wenn ich ein guter Arbeitgeber bin und noch Fachkräfte gewinne, irgendwann rottet sich ja die Konkurrenz, die stirbt ja von allein aus. Auf kurz oder lang. Also wer günstige Preise nimmt im Stundensatz, kann ja auch nur günstige Personalkosten bezahlen. Und vielleicht habe ich eben höhere Stundensätze, kann aber auch dadurch die Fachkräfte gewinnen und kann das zusätzliche Geld auch dann eben auch in solche Maßnahmen stecken. Und dann entsteht ja irgendwann so eine Erfolgsspirale nach oben, sodass ich einfach ein Marktplayer dann bin und die Konkurrenz irgendwann alleine schon aufgrund der Marke ausstechen kann. Jetzt haben wir relativ viel darüber gesprochen, dass wir Mitarbeitern helfen können oder das BGM, meine erste Linie, oder viele, wenn sie das BGM hören, ich will da jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen, dass dann viel an Sport gedacht wird, dass man zum Beispiel Rückenprobleme damit behebt, dass man die Work-Life-Balance da einfach verbessern will, damit der Mitarbeiter am Ende, ich sag mal, gestärkt da rausgeht. Jetzt haben wir bei uns in der Branche ist der zweitgrößte Faktor für Fehlzeiten laut einem Security Report das Thema Konfrontation. Also was passiert, wenn ich mit irgendwie im Aneinander gerate?
jetzt bestes Beispiel, ich mache den Doorman im nächstgelegenen Supermarkt, da kommen vielleicht obdachlose Personen, betrunkene Personen rein, die dann so ein bisschen, ich sag mal, Stress machen, und ich bin jetzt in der Regel da immer relativ einsam eingesetzt, also bin ich auch derjenige, der den Stress hast, wie du es vorhin schon angesprochen hattest. Kann das BGM mir da helfen, quasi solche Übergriffe oder vielleicht auch die Gewalt oder einfach diesen enormen Stress, der ja da auch durchaus entsteht, vielleicht nicht für alle, aber für einige, wie kann mir das BGM da helfen, sowas zu reduzieren? Ja, ich würde es als teils bezeichnen. Es gibt natürlich gewisse Maßnahmen, die einfach aufgrund einer Kompetenzentwicklung der Sicherheitskraft dann vielleicht gewisse Situationen schon vorab entkräften kann. Und da sollten ja auch eigentlich regelmäßig bei euch Schulungen stattfinden. Wie kann ich eben allein schon durch Kommunikation versuchen, gewisse Gewalt und Stress und Konfrontationssituationen zu entkräften. Wenn ich allerdings halt einen Betrunkenen habe, der eine Waffe zückt, dann wird es halt immer schwierig. Ne? Dann kann man vielleicht ein bisschen was für die Reaktion, dass ich schnell reagiere. Also es gibt auch wirklich so Übungen, dass ich in Stresssituationen Reaktions- und Gleichgewichts- und Koordinationsübungen machen kann. Das ist dann auch eine Art des körperlichen Trainings. Ich kann wahrscheinlich auch viel auf psychischer Basis arbeiten, dass ich eben gewisse Situationen im Kopf immer wieder durchspiele und irgendwann dann eine gewisse Routine entwickle. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen autoritäres Auftreten, wer eben selbstbewusst aufgebaut, aufgestellt ist. Ich sag mal, wenn jemand 61 groß ist und 50 Kilo wiegt und als Türsteher fungiert, habe ich vielleicht vor demjenigen nicht so Respekt, als wenn er 2 Meter groß ist und 150 Kilo wiegt. Das ist dann halt einfach, man muss gucken, was kann man körperlich an demjenigen verändern, was nicht nur rein muskeltechnisch ist, sondern vielleicht auch so Selbstbewusstsein und ausstrahlungsmäßig. Ne? Als auch dann Reaktionsfähigkeit, Gleichgewicht, Koordination, ganz viel Kommunikation. Und dann halt die Stress an sich. Häufig entstehen ja auch Konfrontationen, weil gewisse Situationen vielleicht falsch aufgenommen werden, weil vielleicht noch nicht so die Erfahrung und Kompetenz da ist, wie ich mit einem alkoholisierten Besucher umgehen sollte und wie ich das Ganze vielleicht irgendwie versuche zu entkräften. Aber ein Stück weit, wenn mir jemand einfach nur aus Langeweile eine aufs Maul hauen will, um es mal deutlich zu klären, und macht das von hinten, sodass ich ihn nicht sehen kann, dann hilft auch das beste Gleichgewichtstraining wahrscheinlich wenig. Ja gut, das war jetzt auch nicht das Szenario, das ich quasi vorgestellt hatte. Klar, es gibt immer Situationen, da kann man relativ wenig gegen machen. Das ist wie mit den Arbeitsunfällen. Du kannst präventiv eine ganze Menge tun, um das nach Möglichkeit zu verhindern, aber komplett frei von Arbeitsunfällen kannst du dich eigentlich nie wähnen, weil es kann nun mal einfach passieren. Ne? Und klar, da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Idioten, die einfach nur Bock haben, Stress zu machen und ohne einen wirklichen Ansatz auf dich zukommen und dem Mitarbeiter eine runterhauen oder was auch immer. Da wird auch ein BGM nichts gegen tun können. Also da muss das, ich denke mal, das ist für viele klar. Also. Ja, ich glaube, ihr hattet vor kurzem bei den News, ich glaube Panama oder so war das, wo die Corona-Ausgangssperre geschlechterspezifisch war, wo genau. es mit den Transgendern Schwierigkeiten gab. Das ist halt eine Sache, da muss kein Streit entstehen. Ne? Das durch ein gezieltes Training, eine Sensibilisierung der Mitarbeiter, auch ein Verständnis für diese ganze Sache, kann da wahrscheinlich allein schon durch Kommunikation, durch verbale Kommunikation viele Konfrontationen zunichte machen, ne, und unterbinden. Ne, da muss dann sowas entstehen. Aus meiner Sicht. Also ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Worte, die du sagst, weil letztendlich Kommunikation, glaube ich auch, vor allem wenn ich mir dann bestimmte Sachverhalte da nochmal ein bisschen ins Detail angucke, ist einfach auch schwierig in unserer Branche und kann nicht oft genug betont werden. Wenn ich jetzt vielleicht mal zum Abschluss nochmal in die Richtung gehen würde, Schichtarbeit ist ja auch immer wieder ein Thema. Nachweislich, Schichtarbeit ist jetzt nicht gesundheitsförderlich. In unserer Branche ein ganz, ganz großes Thema. Wir kommen einfach nicht
dran rum. Wir sind dann da, wenn die anderen schlafen. Kannst du vielleicht so 2, 3 konkrete Empfehlungen geben, was jetzt unser Zuhörer morgen gleich umsetzen könnte, um dort eine spürbare Verbesserung zu finden? Ich würde da so 2 Tipps geben, einmal im Bereich Ernährung und einmal so im Bereich Bewegung. Aus meiner Erfahrung, was zumindest auch Schichtarbeit im Bereich Pflege oder auch Callcenter-Tätigkeiten angeht, man muss sich seinen Tagesablauf dann einfach genauso gestalten, als ob es ein ganz normaler Tag wäre. Das heißt, wenn ich eben nachmittags 14 Uhr aufstehe, dann muss ich mir vorstellen vom Tagesablauf, als wenn ich 8 Uhr morgens aufstehen würde und dann auch den Tag so entsprechend gestalten, als wenn es ein ganz normaler Tag wäre, ohne Schichtarbeit. Das bedeutet, wenn ich dann eben um 14.15 Uhr anfange zu frühstücken, dann soll ich mein Frühstück vielleicht so gestalten, als wenn es wirklich auch ein Frühstück wäre. Dann, dass ich eben vielleicht, wenn ich sonst Marmeladenbrötchen esse und Käse, dass ich das genauso tue und dass ich dann einfach nur die Uhr um 6, 7, 8 Stunden weitergedreht hat und genauso verhält sich das dann idealerweise für den Rest des Tages, dass ich dann eben in der Abendszeit, was eigentlich ja dann erst die Mittagszeit wäre, wenn ich Mittagspause mache, dass ich dann essensmäßig mich auch so verhalte, als wenn es ein normales Mittagessen wäre, dass ich dann eben, schön gemischt esse, mit vielleicht was Warmes esse, mit Kartoffeln, mit ein bisschen Fleisch, mit ein bisschen Gemüse, dass ich einfach nur die Zeit weiterdrehe. Ich denke, dass deine Zuhörer das so weit verstanden, genauso verhält es sich dann eben auch beim Abendessen, dann mitten in der Nacht, ne, dass ich immer so meine vielleicht 4, 5, 6 Stunden Essensabstände habe und meinen ganz normalen Tagesablauf so vollziehen würde, als wenn es ein ganz normaler Tag wäre. Und idealerweise, wenn ich dann Feierabend habe, beende ich vielleicht auch den Tag genauso, wie wenn ich dann Feierabend hätte. Das heißt, wenn ich sonst 16, 17, 18 Uhr bei einem normalen Arbeitstag danach noch ins Fitnessstudio gehe, vielleicht kann ich dann eben auch frühestens um 6 oder um 7 dann noch die verbleibende Energie effektiv nutzen, um da eben nochmal ein Workout nach sich zu ziehen. Dann kann ich im Nachgang noch nach Hause gehen, schaue mir vielleicht nochmal die Nachrichten an, die sonst vielleicht die 20 Uhr Nachrichten wären, und gehe dann ganz normal ins Bett und schlafe so, als ob ich entsprechend sonst nachts ins Bett gegangen wäre. Und dann eben schauen, wie kann ich mir vielleicht auch künstlich irgendwo das Licht heranziehen, wenn ich eben irgendwo, ich sage jetzt mal, so einen Bewacherposten in der Nacht habe, dass dann vielleicht auch zumindest für eine vernünftige Beleuchtung gesorgt ist und ich nicht im Dunkeln stehe, weil dann kommt automatisch die Möglichkeit, wenn ich irgendwo etwas überwachen muss. Da hatte ich auch vor kurzem ein spannendes Interview mit einem Ergonomieberater. Es gibt inzwischen auch Lampen, die man anpassen kann. Ich sag mal, Blaufilter sind eher, wenn ich müde werden will, viele blaue Elemente führen eher dazu, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden im Körper, die dann für Energie sorgen. Vielleicht kann man als Arbeitgeber auch in diese Richtung gucken, wenn jetzt jemand nachts da in seinem Büro sitzt und die Videokameras überwacht. Und ja, das sind so die Themen, dass man einfach so tut, als ob es ein ganz normaler Tag wäre, versucht künstlich vielleicht auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, als wenn es nachts dann hell wäre. Und wenn ich dann schlafen gehe, dann sollte ich vielleicht versuchen, alles zu verdunkeln, die Rollos runterzumachen, um dann eben auch wirklich tiefen und gesunden Schlaf zu ermöglichen. So viel in der Theorie. Ja gut, wir reden jetzt hier immer von der Theorie, für uns wird es relativ schwierig, die Praxis jetzt irgendwie noch immer durchzuführen. Gucken, ne? Wie kriegt man das in eigenen Ablauf integriert? Ne? Ich denke mal, das ist auch relativ spezifisch von Unternehmen zu Unternehmen, weil es ja da immer nochmal Besonderheiten pro Unternehmen gibt, von daher müssen wir hier zwangsläufig bei der Theorie bleiben. Auf jeden Fall, jetzt so Richtung Ende, schmule ich mal auf die Uhr. Sehr interessantes Thema, definitiv. Arbeitssicherheit habe ich mit Sicherheit schon so das eine oder andere gelernt. Jetzt BGM, muss ich zugeben, war noch nie so groß auf meiner Liste. Auf jeden Fall recht herzlichen Dank von meiner Seite schon mal für die Einblicke, die du uns da gewährt hast und auch unseren Zuhörern, versteht sich. Weiß gar nicht, du hast, glaube ich, noch ein Thema, Flo? Ja, also ich würde einfach, wenn jetzt unser Zuhörer sagen würde, Hannes, das ist total spannendes Thema, ich würde mehr davon gerne erfahren. Ich glaube, du hast auch einen Podcast,
Werbeplattform kurzfrei. Wie erreicht man dich? Wo kriegt man mehr Informationen darüber? Und wie kann man den Kontakt zu dir herstellen? Ja, also genau aus dem Grund, die Fragen, die ihr habt, das ist nicht nur in der Sicherheitsbranche so, auch viele, viele andere Unternehmen sind noch, haben noch Wissenspotenzial in dem Bereich BGM, und deswegen haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, das im Rahmen eines Podcasts Stück für Stück in Schritt für Schritt Anleitung, das, was wir heute im Schnelldurchgang gemacht haben, erklären wir dann eben in ausführlichen Podcast-Episoden, dazu einfach auf allen gängigen Podcast-Plattformen betriebliches Gesundheitsmanagement-Podcast eingeben, also betriebliches Gesundheitsmanagement-Podcast, ganz einfach alles ausschreiben und so, wie es heißt, dann sind wir da auf jeden Fall zu finden. Alternativ einfach eine E-Mail schicken an info@outness.de. Da bin ich auch jederzeit entsprechend zu erreichen, oder eben entsprechend die Kontaktdaten. Die Homepage wäre bgmpodcast.de. Auch da ist alles weitere zu finden. Und wenn genügend Fragen zusammenkommen zum Thema BGM von euren Zuhörern, bin ich auch gerne bereit, nochmal ein zweites Mal als Interviewgast einzuspringen. Also wenn da genügend Content zusammen ist, Rückfragen sind, vielleicht auch konkrete Beispiele, dann würde ich auch gerne wiederkommen. Kein Problem. Hannes, ich kann an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Unglaublich lehrreich, unglaublich spannend aus meiner Sicht. Ich habe heute auch ganz, ganz viel nochmal dazugelernt. Großes, großes Lob an deine Arbeit und vielen Dank, dass du unser Gast heute warst. Das kann ich definitiv nur zurückgeben. Ich komme nicht aus der Branche und höre aber trotzdem euren Podcast. Ich finde den wahnsinnig unterhaltsam und auch für alle Leute, die nicht aus der Sicherheitsbranche kommen, definitiv empfehlenswert. Ihr macht das super und vielen lieben Dank für die Gelegenheit. Hannes, vielen Dank. Und wir hören uns mit einer neuen Folge in 2 Wochen wieder bei den Sicherheitsphilosophen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.